Howdy, folks! Bald steht er wieder an, der ultimative Super Bowl, die wichtigste Sportveranstaltung der Welt. Und was könnte schöner sein, als sie sich anzugucken? Richtig angucken mit richtiger authentischer Food. Deswegen testen wir heute den geilsten Scheiß, den man sich zum Super Bowl auf den Zahn legen kann. Oder, wie wir damals in 90ern gesagt haben, Super Bowl 58! Wow, 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 weg! Ja, liebe Freunde, ihr seht mich geifernd. Hier sitzen heute im Studio zu dieser wunderbaren Ausgabe Löffel, Messer, Gabel, die wir zum Super Bowl ins Programm genommen haben. Denn ich gebe es zu, ihr wisst es, wenn ihr mich kennt. Wenn ihr es nicht wisst, kennt ihr mich jetzt. Das, was wir heute probieren werden, ist leider so genau das, auf das ich stehe. Und das mich hierhin gebracht hat. Also in den Job, aber auch körperlich zu diesem Zustand, in dem ich mich aktuell befinde. Und ein letztes Mal möchte ich noch das zelebrieren, was ganz Amerika und mittlerweile auch die Welt zelebriert, nämlich American Football, aber für mich natürlich in der angemessenen Snackform. Denn wenn diese Superlativ-Wahnsinnsveranstaltung auch bei uns übrigens Sonntagnacht im Programm gereactet wird, weil es doch so viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, dann stellt sich die Frage, was soll man dazu essen? Und diese Frage beantworten mehr und mehr Supermarktketten hierzulande, indem sie nicht einfach nur irgendwelche amerikanischen Wochen ausrufen, sondern sagen, Super Bowl, das ist so geil, da müssen wir ein ganz spezielles Produktsortiment auf den Markt werfen, um diese Leute, die übernächtigt in die Arbeitswoche starten, weil sie eben Sonntag nachts vor dem Fernseher verbringen, entsprechend angezapft werden sollen. Und genau zu den Leuten zähle ich, zumindest kulinarisch, weil der Rest davon interessiert mich jetzt nicht so. Gucken wir mal, was wir haben. Es ist wirklich großartig. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen, weil das alles mein Ding ist. Also hier, einen ganzen Bucket mit Chicken. Pizza Donut Cheeseburger Style. Hier, eine Stuffed Crust Pizza gibt's nicht so häufig in der TK-Auslage. Diese geilen mit Käse gefüllten. Dann natürlich hier die guten Fleischboxen, mal als American Diner getarnt. Mit Zwiebelringen, Mozzarella Sticks. Und natürlich hier auch mal mit Wings in der entsprechenden American Football Aufmachung. Wir haben hier Mac and Cheese, eines der beliebtesten Gerichte weltweit, in der Aufgieß-Variante, damit wir uns da gar nicht zu kompliziert koch-wise mit beschäftigen müssen. Chicken Donuts hier. Was ist das denn? Louisiana Cajun Chicken Style with Pasta. Da haben wir doch Angst vor. Oder wie Truckstop damals sang. Louisiana Ladies, wild und schön. Lassen keinen Mann, lassen kein Chicken stehen. Louisiana Ladies, schön und wild. Wissen, was sie wollen und was sie wollen, grillt. Oder so. Da gab's irgendwas. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, will ich keinen Applaus. Will ich keinen Applaus. Sonst nehme ich ihn gerne. Was ist denn hier noch alles? Oh, guckt euch das mal an hier. Endlich mal. Endlich wurde vielleicht das Versprechen eines Serviervorschlags in die Realität übertragen und damit umgesetzt. Hier, man hat sich tatsächlich getraut, einen komplett zubereiteten Hotdog inklusive Soße und Verköstigungsedelbeilagenauflage komplett in einer transparenten Packung anzubieten, dass man wirklich sagt, so, schieb den ganzen Lörres, da gucken wir natürlich nachher drauf, einfach nur in die Mikrowelle. Du musst nichts dazu kaufen. Du hast sogar noch die Pappschatulle und wir glauben so sehr dran, dass es schmeckt, dass wir das sogar nicht in einem Serviervorschlag respektive einer non-transparenten Verpackungsbox herniederlegen, sondern sagen, what you see is what you get. Ich bin so gespannt, weil das könnte echt der Durchbruch sein. Muss man an dieser Stelle sagen. Und wir wollen natürlich zwischendurch auch mal ein bisschen spülen. Selbstverständlich mit Dr. Peppers, wer hasst sie nicht? Cherry Edition. Dann haben wir hier noch American Cherry Taste. Dieses, oh, ich hab's immer schon gehasst. Diese ganze Cherry-Geschmacksrichtungsscheiße bei Cola. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich weiß, viele von euch lieben sie. Wir haben natürlich hier Can't Get Enough of That Wonderful Duff Simpsons Beer. Wer kennt es nicht? Dann haben wir hier Jelly Beans und hier ein Milchshake in der Schütteldose. Es wird heute wirklich reichhaltig getafelt werden. Kalorienbilanztechnisch potenziell eine schwierige Nummer, aber die Erwartungshaltung an Köstlichkeiten und die mögliche Enttäuschung darüber könnte in dieser Folge sehr, sehr weit auseinanderliegen oder natürlich eng zusammenrücken. Apropos eng zusammenrücken. Ihr wisst ja, was bald ansteht. Der Valentinstag, ne?
der 14., den feiern wir hier bei Rocket Beans natürlich traditionell aufs Intensivste, denn diese emotionale Zeit der Körperwärme auszutauschen und vielleicht auch mal ein bisschen frech sein, mal ein bisschen mutig sein, einfach mal emotionale Geständnisse zu machen, dem oder der Crush, ich weiß nicht, wie man es nennt, den da draußen, das passiert am 14. Und auch wir wollen euch natürlich Gutes tun, wir wollen näher zusammenrücken. Deswegen gibt es einen fantastischen Rabatt bei uns im Shop, aber nur bis zum 15. 14% quasi auf fast alles, außer auf Walle, könnt ihr euch ergattern, wenn ihr entsprechend zum Valentinstag bei uns mal eine Runde shoppen geht. Das kann ich euch nur sehr, 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 sehr empfehlen. Den Link bekommt ihr natürlich eingeblendet. Ja, und dann seid ihr bestimmt genauso glücklich, wie ich es bin. Hoffentlich. Dann seid ihr genauso glücklich, wie ich es jetzt noch bin, voller Vorfreude und hoffentlich auch zum Ende der Sendung. Ich habe nämlich fast nichts gegessen und deswegen genug gequatscht. Jetzt wird schmackofatzt. Oh, ich habe richtig Bock. Also, was machen wir denn zuerst? Gucken wir doch mal. Ich brauche erstmal so ein bisschen so eine Fleischvarietät. So typisches Fettfinger-Food zum Fertigkochen. Zwiebelringe, Chili Cheese Nuggets, Mozzarella Sticks und Chili Dip Soße. Da ist doch wirklich an nichts gespart worden. Nicht mal an der Zeichnung. Das ist schon mal richtig gut. Beim Nutri-Score haben wir sogar mit CD gleich zwei Buchstaben, weil natürlich die einzelnen Bestandteile dieser Box nicht vollumfänglich im D- oder C-Segment zu finden sind. Die Varianz macht es möglich. Ein bisschen A wäre vielleicht noch schön, obwohl dieser Nutri-Score ist für mich eh. Gut, reden wir nicht darüber. Da müssen wir irgendwas machen. Das heißt, erstmal den Ofen anstellen. Weil sicherlich im Backofen einiges gemacht wird. Vielleicht können wir den guten Bastion heute auch einfach ignorieren. Wir haben nämlich noch die Heißluftfritteuse. Endlich kann ich sie mal wieder benutzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Hier, das ist übrigens, ne? Einige von euch, treue Zusehende, werden sich vielleicht noch daran erinnern. Hier, wenn wir das mal versuchen, einfangen zu können. Oder vielleicht kann ich es auch rausnehmen. Diese Heißluftfritteuse wurde mal für LMG gekauft. Und eigentlich, wie das so ist bei Requisiten im Fernsehen, das kennt ihr, die sind natürlich hochheilig, die werden weggeschlossen, damit man sie wirklich nur dann benutzt, wenn sie on camera auch benötigt werden. Bei uns ist das was anderes. Da gibt es so einige, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die standardmäßig ihr Mittagessen in diesem Ding zubereiten. Ja, genau, du weißt, was ich gerne sehen wollen würde. Guckt euch das mal an. Ist das eure Vorstellung von Hygiene? Unsere auf jeden Fall. Deswegen, geil, dass dieses Ding im Einsatz ist, darauf wollte ich natürlich hinaus. Das werden wir gleich mal befüllen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geht, aber ist nicht so schwer. Hier ist ein Drehregler für Temperatur, hier ist ein Zeitregler. Und wahrscheinlich macht die nachher Bing, nach der Aufwärmphase oder Ähnliches, und dann kann ich da schon mal was reintun. So, eins nach dem anderen, auf jeden Fall erstmal den Ofen anschalten. Oh, ich hab so Bock, mir läuft wirklich die ganze Zeit das Wasser im Munde zusammen. Und ich weiß, für einige von euch da draußen ist diese, das, was wir heute hier machen, ist wahrscheinlich so ein Trip durch Würgistan. Für mich nicht. Für mich ist es potenziell coming home. So, so, was ist das denn hier? Er war ja schon. Er war sogar schon vorgeheizt. Ich hätte ja fast nichts tun müssen. So. Johnny Umluft. Oh, ist das schön. Hier wurde richtig an alles gedacht. Stimmt, aber weil wir ja keinen. Doch, wir haben sogar Licht. So, das wird gut. Gut wird auch die Tafel. Also, was haben wir natürlich wie üblich? Wir haben die Produkte aufgereiht in wunderbarster Sortierung. Lass uns mal alle gemeinsam überraschen. Preise auf 100 Gramm. Typisch USA, das entspricht natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen. Hier geht es darum, eher so mein sehr stereotypisch, typisch und klischeebehaftetes Bild der Vereinigten Staaten, das irgendwo natürlich maßgeblich in meiner Kindheit, Jugend in den 1980er Jahren geprägt wurde. Also hier Cowboys, ne, und coole Jets und Monster Trucks und sowieso das geilste Land, der geilste Kontinent, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das ist für mich typisch USA. Das aktuelle Bild ist da vielleicht ein bisschen weniger reizvoll, was sich derzeit so rüberschwappen lässt. Aber typisch USA ist genau das. Es ist der Klischeebegriff der Vereinigten Staaten. Und natürlich die Wertung von 1 bis 10. So, jetzt wollen wir doch mal direkt hier zur Tat schreiten. Oh, ich freue mich auf den Nachtisch. Es ist nämlich selten, dass es so Schichtdesserts dieser Art mit roten Früchten gibt. Das ist zumindest mir beim Supermarktgang eher selten vorgekommen. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir hier eine Rotfruchtauflage haben. McKennedy macht's möglich. Natürlich Mike Mitchell, McKennedy, Trader Joe's. Trader Joe's ist Aldi. Mike Mitchell ist, wenn ich mich erinnere, Penny, ganz genau.
Und Lidl kommt mit Mac Kennedy. Also alle hier schon so wunderbar, dieses sehr klischeeorientierte amerikanische Design und die Namen, die natürlich keinen Zweifel aufkommen lassen. Aber wir heizen hier noch mal ein bisschen die Bude vor. Erstmal starten wir noch ein mit einem schönen Mac Kennedy Double Beef Burger. So, wir haben zwei Lagen Fleisch. Wir haben Käse, wir haben Zwiebeln, wir haben Soße. Und ihr werdet gleich den Unterschied sehen. Hier haben wir den klassischen Serviervorschlag. Hier ist das Produkt bereits zu sehen. Da kann man sich selbigen eben sparen. Wenn wir gleich den Boy also aufmachen, gucken wir mal, was passiert. Cut off the corner. Product inclusive packaging. 600 Watt. 150 Sekunden. Ja, da habe ich doch mal Bock drauf. Da bin ich doch gespannt. Ist auch schön, wenn natürlich man so konsequent ist, dass die ganzen Bezeichnungen der Zubereitung auch auf Englisch sind. Ist super geil. So, cut me off. You cut me off with everything you're doing. You cut me off like fucking blazing hell. Was ist das? So. Das hätte eigentlich nämlich auch im Airfryer stehen sollen. Ich bin dein Requisit. Bitte benutzt mein Bruder in Küche 9. Ja, guckt euch das mal an hier, ne? Hier wurde einfach mal Sendequalität noch ernst genommen und nicht alles sofort hier aufs Knallhärteste. Was war nochmal? Wird einfach hier einfach alles weggefusselt. 600 Watt, 160 Sekunden entspricht hier bei nichts davon. 580 Watt, das hätte ich präzise einstellen können. 160, na gut, komm, dann machen wir doch hier einfach mal so ein 160 sind ja, das wissen wir natürlich, irgendwas dazwischen. 160 Sekunden ist auch sehr, also ist schon sehr präzise die Angabe. Glaube ich jetzt gar nicht. Hier, Pizza Pockets, Burger-Style. Weizenteig gefüllt mit Edamer, einer Tomatensauce, gekochter Rindfleischzubereitung, Essiggurken und Röstzwiebeln vorgebacken. Ich kann wirklich kaum sprechen, ich muss erstmal was essen. Weil in meiner Welt ist das gerade alles lecker und ich kann mich einfach für nichts entscheiden. So, wie funktioniert das denn mit diesem Bucket? A bucket full of love. Nicht zum so fertigen Verzehr geeignet, sondern erneut durchgehitzt werden. It's Chickenlicious, der Chicken Bucket. So, und der soll wie genau gemacht werden? Ah, bla bla bla. Bla bla. Wo steht es denn? Hallo. Hä? Oh Gott, ich muss mich setzen. Wo stehst du? Ich muss doch auf keinen Fall den ganzen Kackeimer in den Ofen stellen. Zubereitung, da steht's ja. Vor der Zubereitung die Verpackung entfernen, den Inhalt auf ein mit Backpapier. Ja, das macht das. Na gut, machen wir trotzdem. Im vorgeheizten Backofen 200 bla, hast du nicht gesehen. Mhm. 14 bis 16, ja, fangen wir doch damit an. Fangen wir mit diesem Bucket an. Ist ein bisschen schade, aber ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass man ihn aus dieser wunderbaren Verzehrform nehmen muss, um ihn erstmal so ganz profan wie irgendwie ein TK-Produkt von der Stange selbst händisch auf einem Backblech noch zu drapieren. Das ist natürlich so semi. Aber schauen wir doch mal hier. Guck mal, was da alles drin ist, ne? Hier sind so kleine Chicken. Poppers. Hab ich schon alles. Ach Mann. Ja, ist egal. Hier Chicken. Hier nochmal so ein Beutel Chicken. Hier ist auch so ein Langäumel drin. Nicht nur so kleine Rundknubbel, sondern auch Langstäbe. Und hier noch. Achso, hä? Ich muss jetzt. Okay, jetzt müsst ihr nochmal gucken. Oh, vier Dips sind drin. Zweimal Curry. Zwei Curry-Dips. Da bin ich ja gespannt. Und zweimal steht nicht drauf. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch Curry und die waren einfach zu faul oder der Drucker war leer. Was soll es denn sein? Süß-Sauer-Dip, aha, okay. Backen Chicken Crispies Chicken Wings Hot? Es ist irgendeine Mischung aus Chicken Crispies und Chicken. Das ist egal, Hauptsache Chicken. Die werde ich jetzt in den Ofen schicken. So, wo haben wir Backpapier? Ist schon drin. Hat man heute mitgedacht? Hat man natürlich nicht. La 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 la. So, wenn
Early in the morning. Hey ho, leck mich doch. Am Arsch, du dummes. So, hier nochmal vielen Dank für die geile Einsendung. Ich habe euren Namen vergessen, aber ihr habt mir diese geilen Handschuhe geschenkt. Sie kommen jetzt zum Einsatz. Halt den Mund, mein lieber Schatz. So, jetzt noch einmal zu, damit ich erstmal den Sack hier hole. Ich weiß, der Burger hat schon gepiept. Ist ein bisschen anspruchsvoller heute wieder. Ich back das ja alles durch, liebe Regie, ne? Ja, riecht abenteuerlich, aber auch nicht so ein bisschen. Ja, ich will keinen Vergleich anstreben, der mich in Teufels Küche bringen könnte. Also es riecht schon ein bisschen geil. Das riecht weniger. Das sind schon. Ach, das sind die Wings. Auf den ersten Blick sah das alles so ein bisschen ähnlich aus. Wo sind die? Ach, das sind. Mann. Das kommt gleich alles in den geilen Eimer. Ich freue mich so, denn heute ist Tag in Schlemmerhausen und ich habe eine Freikarte. Und ich frag mich, womit ich heute starte. Mit dem Cheesecake, den Chicken Nuggets oder lieber doch mit einer Dose Bier. Ich weiß es nicht, doch bin noch lange hier. Und auch mein Magen hat Kapazitäten. Ich bin bekannt in Dörfern und in Städten. So viel zieht sich sonst keiner rein. Manche sagen, Colin, du Schwein. Andere feiern mich als erste Klasse Gourmet. Andere sagen, was ist das, was isst du? Oh nee. Doch ich sage euch, weil es mir gut gefällt, alles schmeckt, sonst hätte ich's nicht bestellt. Das sage ich und wünsch ich mir. Denn nur zum Gratis-Essen bin ich heute hier. Nur zum Gratis-Essen bin ich heute hier. So, alle ein bisschen angelätscht. Rein mit den Dingern, rein mit den kleinen Äumeln. Hier die ganzen frisch aus dem Tier geschnitten. Und dann einmal durch die Panadestraße geritten. Kommt danach der leckere Schlitten mit der Endstation in meinem Mund. Mit der Endstation in meinem Mund. So. Ich bin heute ein bisschen, ihr merkt schon, ich bin aufgedreht, weil ich echt Hunger habe. So. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ich sag mal so, im ersten Geruch würde man nicht sagen, ich bin ein leckerer Burger. Würde man überhaupt sagen, dass ich ein Burger bin? Schwierig. Temperatur. Das habe ich da schon einmal gucken. Wir wollen es jetzt nicht wieder, dass es an mir scheitert. Was hatte ich denn gesagt? Hast du so großzügig weggelacht. 180 Grad bei Umluft. Dann machen wir das doch mal. Umluft ist an. Zeit. Ich krieg das eh wieder nicht gebacken. Ach hier, ist jetzt aber auch. Ich glaube, die. Ja, die ist jetzt auch einmal für die Stromrechnung gelaufen. Ich kann den Timer stellen, Colin. Ich kann den Timer nicht stellen, liebe Johanna. Nee, ich kann den für dich stellen. Du kannst den. Wie? Du kannst den Timer stellen. Naja, hier aus der Regie. Ach so. Ich dachte, du kannst den Backofen bedienen. Ja, okay, ja. Stell gerne den Timer, liebe Johanna. Johanna, auch heute wieder am Start. Ich muss noch mal sagen, Dennis Boy, in der letzten Folge, die wir gemacht haben, sensationell, hat er sensationell dich vertreten. Ich war richtig begeistert. Er auch, glaube ich. Aber ja, stell gerne einen Timer. Der Timer müsste ich habe ja vernommen, dass angeblich würde ich ja immer noch hier mit der Peitsche umgehen, unter den Mitarbeitern und wie so ein Landvogt mich hier gerieren. Liebe Johanna, wenn ihr die Zeit vielleicht auf 15 Minuten stellen könntet, wäre ich euch wahnsinnig dankbar. Das wäre total toll. Hey, Colin, ne? Aber gerne. Doch. Machen wir, danke. Das finde ich super. Hey, danke, klar. Danke. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und auch liebe Grüße an den Rest der Regie, ne? Neues Jahr, neuer Colin. Ja, guck mal. So wird's quittiert mit Dankbarkeit. Und jedes. Ich hab's so gemeint, wie ich es gesagt habe. So, gucken wir doch mal hier. Oh, was sehen wir denn da? Da hat die Fleischeinlage schon wieder Angst und versteckt sich erstmal schön. Unten die Matratze aus Brot und oben die Decke auch aus Brot. Und dazwischen ist irgendwo Fleisch. Das ist schwierig. Ich hab's ja lieber, wenn das Fleisch sozusagen einmal durchlugt.
durch die Aufbettung, ne? Das ist so ein bisschen, wenn der erste Blick schon so eine Enttäuschung ist, weil man das Gefühl hat, ja, aber es ist nur der erste. Wenn es gedreht worden wäre, würde es so aussehen. Guckt euch das an. Also, uns wird ein Double Beef verkauft mit einer hellen Pfeffersoße, frischen Zwiebeln, Gurken, zwei Lagen Fleisch und Käse. So steht es zumindest visuell auf dem auf der Verzehrempfehlung. Ja, komm, machen wir das doch mal so. Henry, du hast auch noch Hunger, ne, Henry, oder? Ja. Soll ich dir mal ein Stück gleich abschneiden davon? Ja, so. Guckt euch das mal an. Ich beiß jetzt nicht einfach rein. Ich habe mir sogar vorher die Hände gewaschen. Ich weiß nicht, was ihr noch zu kritisieren hättet da draußen. So. Schneiden wir mal durch, damit wir einmal natürlich noch andere in den Genuss dieses Produkts bringen, aber auch euch mal zeigen, wie das Ganze von innen aussieht. Oh ja, schaut doch mal her. Also es ist jetzt nicht so dramatisch, ne, mit der Fehlschichtung. Ist schon okay. Wird noch so ein bisschen eingehalten. Wahrscheinlich muss es auch so sein, damit es beim Transport sozusagen eine schützende Weizenumhüllung bekommt. Vielleicht ist das der Grund. So, wollen wir noch mal probieren. Ich nehme jetzt hier, ich habe ein bisschen Angst, die Gurken sind manchmal so ein, sind Schurken. Und das, aber ich nehme sie trotzdem. Denn ich will ja, vielleicht brauche ich ja nur ein Bissen. Ich habe ein bisschen Angst. Captain Knorpel ist natürlich jemand, der heute potenziell wieder sich die Ehre geben könnte bei den diversen Fleischvarianten. Obwohl wir haben ja, doch, Captain Knorpel, hinten sehe ich die Wings schon winken. Sergeant Schwabbel ist da bestimmt irgendwo, klammert sich da auch noch so ein bisschen an irgendein Stück Knochen. Also gucken wir mal. Aber erstmal hier das Rindfleisch-Patty von dieses Doppelburgers von McKennedy. Sehr salzig. Leicht pfeffrig. Ja, ich spüre aber schon, da ist grob gewalkt worden in der Fleischzubereitung. Das schmeckt man schon so ein bisschen. Da ist so eine gewisse Zähigkeit mit am Start. Da wird irgendwo, ist da so eine Knorpelfeier drin. Irgendwo sind die kleinen Nupsis und Schwabbelfreunde, die noch zusammenhalten. Wahrscheinlich beim letzten Bissen sagen sie, jetzt kommen wir raus und vergällen dir den Appetit auf mehr. Schmeckt nicht dramatisch scheiße. Gurke super salzig. Ich hätte mir fast ein bisschen eher so einen leicht säuerlichen Konter gewünscht. Ich sage es selten. Für mich ist dieses Produkt aber überwürzt. Und vor allem übersalzen. Also, da habe ich so eine Ledge-Kante gerade gehabt. Da habe ich quasi so ein, stell ich das, kannst du jetzt nicht anzeichnen, aber ich stelle mir das vor wie so ein dünnes Hemd. Und in diesem Hemd sind so, so Knubbel eingewoben. So, du streichst da so drüber über dieses dünne Hemd, dieses feine Textilstück. Und dazwischen sind diese Knubbel. Und das stelle ich mir jetzt vor, dass das so in dieser Fleischmasse so drin ist. So ein komisches Sehnen-Mix, Meets. Pocken-Textur. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Aber das ist so ein bisschen die Vorstellung davon, was ich gerade hier zerkaut habe, wie das mal aussah, als es noch am Tier klebte. Ja, mei. Kann man machen. Also ist jetzt einfach, das ist halt das Problem. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gab es mal so einen Mikrowellenburger, der wirklich mal überraschend gut war. Die anderen so, ja. 2,99 kostet der Hugo hier. Ist entsprechend ein Produkt, wird immer mal wieder angeboten, kriegt nicht den Innovationswahnsinnspreis, kann man essen, aber eben überwürzt, geschmacklich durchaus eindimensional mit der obligatorischen Ledge-Kante, die das Brötchen in der Mikrowellenzubereitung letztendlich hinterlässt. Typisch Amerika, selbstverständlich das Land der Burger sagt, ich bin der ultimative Repräsentant. Auch wenn das vielleicht die Kette ist, die schon in den 40er Jahren pleite gegangen wäre, weil die Qualität einfach nicht passt. Wertung. Kann ich aber an dieser Stelle auch nur eine 5 geben. 5 von 10, weil es am Ende des Tages, wie gesagt, kein zwingendes Produkt ist. Sind möglicherweise auch die wenigsten. Und da kann man auch geteilter Meinung sein. Für mich war das am Ende des Tages einer der nicht ganz desaströsen, aber auch alles andere als leckeren Mikrowellenburger. Zugegebenermaßen aber dieser Anspruch, an dem scheitern die allermeisten Mikrowellenburger. So.
Jetzt nehme ich hier nochmal die Plastikverpackung und lege das hier nochmal schön zur Seite, so ein bisschen. Wir haben ja Platz. Oh, damit haben wir das erste Produkt durch. Jetzt habe ich aber Lust, das mit einem Spülschluck zu kontern. Und dann nehme ich mir natürlich die Original Dr. Pepper American Football Edition. Cherry. Also ich hasse Dr. Pepper. Es tut mir echt leid, ich weiß, einige lieben es, aber Root Beer, Dr. Pepper, das ist wahrscheinlich so, wenn die Amerikaner zu uns kommen und das erste Mal Malzbier trinken, dass sie auch sagen, was ist das denn? Und wir alle wissen, Malzbier ist mit das köstlichste Getränk, was man sich überhaupt nur in den Rachen schütten kann. Ja, was die, ich glaube, die Football-Edition ist wahrscheinlich einfach nur 10 Cent teurer und ein Aktionsprodukt, was man dieser Tage dann auch gerne beim Discounter anbietet. Aber Dr. Pepper ist und bleibt halt Dr. Pepper. Ja, 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 das ist schon wieder hier. Ich weiß gar nicht, was ist das? So ein Kirsch-Mandelsicke, ne? Oder ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich solche geschmacklichen Assoziationen. Ach, da steht ja ein sauberes. Ach, das steht auch nur zur Deko da. Aber kaum ist kein Zettel drin, kriege ich es nicht auf die Kette. Also, schauen wir noch mal, was dieser köstlich rote Saft im Glas so schafft. Ich muss sagen, die Farbe ist ja ganz attraktiv, ne? So ein bisschen wie so eine Mischung aus Blut, Kirschsaft, ein bisschen dünn, so ein bisschen was Rombenartiges. Aber der Geschmack halt ist halt Dr. Pepper, den muss man halt mögen. Ja, schmeckt halt so ein bisschen wie diese kleinen Kirschlollis. Die ganz billigen, ne? Wenn ihr die noch kennt. Also typisch so Freiware, die je nachdem nach Ärzte oder irgendwo. Also wenn jemand so ein 500er Bottich mit Kirschlollis hatte, die immer so verklebten. Wisst schon, so eine kleine runde Kreis, ja nicht Kreis, sondern so eine runde Kirschspitze und so ein Papplolli, die man so abknabbert. Pappstängel meine ich natürlich. Das ist so ein bisschen dieser Geschmack. Ich finde sie eigentlich geil, aber ich glaube, es ist somit das schäbigste Lockmittel, was man Kindern als Belohnung für eine Impfung geben kann. Ja, es ist nicht übersüß, schmeckt ein bisschen dünn. Ist aber einfach nicht mein Lieblingsgetränk. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwie mit Hartzocke gut mischen kann und dann irgendwie so einen absoluten Elite-Drink hat. Also ich habe Dr. Pepper schon mal stärker in Erinnerung gehabt. Vielleicht ist diese Cherry-Edition jetzt auch noch mal so was ganz Besonderes. Aber auch wenn ich das Glas jetzt leer ziehe, es ist und bleibt halt Dr. Pepper. Dieser leicht kirschige Geschmack. Aber steht da drin natürlich nichts. Ich mag eigentlich so Kirschlimonade oder Kirschschorle trinke ich eigentlich ganz gerne. Aber bei Dr. Pepper ist das so ein Spezialgeschmack. Hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten bei uns auch durchaus so ein bisschen verbreitet, ohne natürlich so in die ganz großen Weine. Das ist ein Standardgetränk wie Fanta, Cola und Sprite und sowas. Es ist dahin zu schaffen. Dafür ist es wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen zu spitz. Aber meine Fresse, wenn ihr den fantastischen Footballabend eurer Wahl mit Freunden, die ihr nicht habt, weiß ich, verbringt, dann könnt ihr auch mal Dr. Pepper anbieten. Allein, alle werden nicht begeistert sein. Also, wo haben wir denn diese Dr. Pepper? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Das habe ich mir natürlich fest vorgenommen, hier diese Tafel nicht zu ruinieren hier. Wurde ich höflich darauf hingewiesen von Menschen im Team, die einfach mitdenken. Hey, klar, ich tue, was ich kann. Dr. Pepper Cherry Coke. Ach so, eine Dose 1,09 Euro. Naja, gut, klar. Ich sage ja, das sind die obligatorischen. Ich bin ein bisschen teurer, Sans. Typisch USA für mich, ja. Denn ich habe das erste Mal in den USA getrunken und danach selten und auch nicht gerne. Was soll ich dazu sagen? Was wollt ihr, meine Meinung haben oder die von den Leuten, die glauben, dass Cherry Dr. Pepper gut schmeckt? Ich bin ehrlich, ich habe gefühlt, ich gebe eine 3, bevor ich es gegessen habe. Und dann kam mir der Gedanke, beim Schmecken, nicht so schlimm, aber jetzt auch nicht geil. Komm, ich gebe eine 5. Mach ich mal eine 5, weil es ist am Ende des Tages einfach ein schwieriges Produkt, wenn man da einfach nicht auf der Fanstraße unterwegs ist. Colin, aber fällt dir da beim Preis noch was auf? Beim Preis fällt mir natürlich auf, dass
Was soll mir denn da auffallen beim Preis? 1,09 Euro, 0,33 Liter in der Dose auf 100. Ach, dumm. Ja, ist natürlich falsch. Einmal Komma verschieben, nur damit es nicht zur Verwirrung kommt. Johanna, ist nicht schlimm, sowas passiert. Aber wenn ich das Komma verschiebe, brauche ich ja eigentlich auch keine Null mehr, ne? Die darf nach vorn. Ach so, also ist nicht schlimm. Korrigiere ich auch gern noch. Ja, ich weiß nur, aber hinten brauchen wir sie ja nicht. Ja, sowas passiert halt. Hauptsache, du hast einen schönen, überlangen Urlaub gehabt, liebe Johanna. So. Den ich dir von Herzen gegönnt habe. Also deswegen. Es kam vielleicht gerade nicht so rüber. So, ja, also natürlich sind entsprechend so. Habe ich also doch zurecht gestutzt. Aber ich finde es ja auch schön, wenn man selbst auf die Fehler kommt. Und sich dann aber auch traut, zu mir zu kommen und zu sagen, Colin, ich habe da was falsch gemacht. Und das ehrt Johanna sehr. Und deswegen würde ich sagen, Paul, den nächsten Applaus, den du jetzt abfeuerst, jetzt, den könntest du doch einfach für Johanna. Ja. Ist doch gut. So, es fühlt sich auch gut, wenn man einfach so ein positiv gestimmter Mensch ist. Ich glaube, wir sollten alle mehr lächeln und freundlich sein zueinander. Ich glaube es. Ich bin noch nicht sicher. Ich tue jetzt noch mal was anderes rein. Was sagt denn der Timer? Also meine Nase sagt mir, jawohl, da tut sich was an der Chickenbox. Da tut sich was an der Chickenbox. Howdy, howdy, ho. Ich sag euch, ich hab Lust, ich hab richtig Box. Howdy, howdy, ho. Vielleicht noch eine Stuffed Crust. Ist die denn heute ein Must? Das finden wir gleich raus. Ich hol sie aus der Packung aus. Kann man die denn? Edelsalami, ja, okay. Also es ist auch keine gewöhnliche Salami. Salami, Salamo, Salalalala Mexiko. Oh, viva Salalamo. Oh, guckt euch das mal an hier auch, ne? Kommt ein bisschen scheu mit roten Zwiebeln daher. Schön mit diesem kleinen Tellerchen belegt. Ist erstmal so ganz gut. Könnte ein bisschen mehr Käse drauf sein, muss ich sagen. Da ist mir schon wieder zu viel Tomatentunke, die da durch diese leidlich verteilten Käsekrumen irgendwie sticht. Aber hey, wer bin ich denn, dass ich mich darüber immer beklagen würde? Aber ihr wisst ja so, der Käseanteil ist in diesem Fall vielleicht auch am Rand zu finden und kommt insgesamt deswegen auf eine befriedigende Menge in total. Backofen gut vorheizen. Auf die mittlere Schiene des Backofens geht natürlich nicht. Und eigentlich will auch so eine Pizza ja auch durchaus Ober- und Unterhitze haben. Nee, mach ich gleich. Aber ich könnte natürlich in der Zwischenzeit mal wieder was in die Mikrowelle schieben. Das kommt ja auch gleich. Leider habe ich jetzt auch nur ein Blech. Und deswegen muss ich so ein bisschen haushalten mit der Backofen-Action. Aber wir können in der Zwischenzeit, den sparen wir, ich speichere aus. Aber ich könnte gleich schon mal Macaroni und Cheese, Mac and Cheese mir auf den Zahn legen. Da hätte ich Bock drauf. Von Mike Mitchell. Also wenn gleich ein bisschen Kochwasser käme, wäre das doch ganz fantastisch. Pizza Pockets, wie werden die denn gemacht? Ich so ein kleines Mikrowellengericht, das wäre doch jetzt noch genau das Richtige. So als kleiner Zwischengang. In der Mikrowelle, Pizza Pockets. Pizza Pockets, gab es nicht mal auch so eine Kinderfigur, die so hieß? So eine Spielfigur? Pizza Pockets? Hallo, ich bin Pizza Pockets. Hallo, ich bin eine andere Figur aus dem. Ich bin Paul Pockets, dein bester Freund. Sammle sie alle. Nee. Pizza Pockets. Ja, Pizza Pockets, habe ich so gern. Gab's da nicht mal so Actionfiguren? Pizza Pockets? Womit assoziiere ich das? Henry, hast du mit sowas mal gespielt? Pizza Pockets, kleine Sammelfiguren. Was? Vollkommen richtig. Vielen Dank, lieber Henry. Ich hatte offensichtlich eine Polly Pocket Assoziation im Kopf und nicht Pizza Pockets. Was war Polly Pockets denn nochmal für eine Bratze? Das war doch was. Kleine Figuren zum großen Preis oder sowas? Polly Pocket. Was war denn Polly Pocket nochmal? Regie, könnt ihr vielleicht mal ein Bild. Ich möchte gerne mal ein Bild. Vielleicht könnt ihr mal irgendwie Polly Pocket nochmal kurz für die ganze Klasse im Internet suchen. Das würde mich doch sehr, sehr interessieren. Polly Pocket. Ja, ja, das ist so eine kleine, gedrungene, hässliche Puppe mit noch hässlicheren Freunden. Wahrscheinlich zum Höchstpreis verkauft.
Glaube ich, aber da gab es auch Fernsehwerbung in meiner Zeit schon. Polly Pocket. Polly Pocket. Klingt auf jeden Fall wie so eine. Wir laden dich nicht auf meine Party ein. So, ne? Johanna, kennst du noch Polly Pocket? Ja. Hast du auch Polly Pocket mit dir gespielt? Das Chicken ist soweit. Vielen, vielen Dank. Johanna wird gleich ein schönes Bild von Polly Pocket für uns alle raussuchen. Das interessiert mich nämlich sehr. So, jetzt ist aber erstmal Chicken Time. Chicken Time, Chicken Time. Alle stehen auf Chicken Time. Füllen Sie am besten alle direkt in den Eimer ein. Dann sind sie knusprig und heiß, wie jeder weiß. So schmecken sie den Kindern und auch dem Kreis. Mike Mitchell sagt euch, Chicken Style. Bock, 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 Chicken Style. Ah, geil, aber schon pfeffrig, schon würzig. Da kommt schon so eine richtige, ja, so eine leckere Würzwolke erstmal angeflogen. Quasi, ich sag mal so, Backofen-Chemtrails werden mir direkt in die Fresse geballert, wenn ich ihn aufmache. Und die sind gut. Das sind die, wo man sich gerne in den Garten legt und sagt, komm, gib mir doch mal hier eine schöne Gönnung. So, und danach können wir natürlich auch direkt Kochwasser. Oh, geil, es wird jetzt, es knallt. Ich bin jetzt gerade auf der Überholspur hier. Jetzt wird das richtig gut. Aber, Colin, die müssen eh abkühlen, also bleib entspannt. Ich habe so einen Hunger. Wenn ich Hunger habe, bin ich gut drauf. Okay, wäre zu challengen vielleicht. Aber so, jetzt holen wir hier die geilen Sachen einmal raus. So, hier haben wir natürlich, guck mal hier, Johnny Knochenbär guckt noch durch. Hier haben wir einen, so ein Wing kommt in den Bucket rein. Noch ein Wing in den Bucket, in den Bucket. Hier, oh, das sind die kleinen Chicken Popper, ne? Chicken Popper, raus die Sau! Oh, was sind das, die kleinen Chicken da? Ich muss gleich noch mal genau gucken, was es ist, aber ich hab Bock drauf. Mm. Bist du ein Fleischesser, Henry? Ja? Da nickt die Kamera wunderbar. Ach, hier waren ja noch so was. Ich guck gleich noch mal. Aber es ist geil, so ein schöner Bucket of Love. Greetings from above. So, dann machen wir das mal kurz zu. Hier ist ein Bucket voller Glück. Oh, müsst ihr aber vorsichtig sein. Vielleicht ist das auch der Trick. Ich sag euch das, wenn ihr da so richtig schön in Unterbuchse vor dem Fernseher lümmelt und euch diesen Bucket einfach auf die Knie schiebt, dann könntet ihr eine gewisse Hitzeempfindung wahrnehmen, die eher der unangenehmen Natur ist, um es möglichst kompliziert auszudrücken. Ich habe gerade gedacht, ob man vielleicht dafür das runterstellen soll. Soll man, glaube ich, nicht. Aber hier werde ich mir, glaube ich, die ganze Folge noch ein bisschen was von gönnen zwischendurch. So sehr freue ich mich darüber. Eins nach dem anderen. Ist einfach zu viel des Guten hier heute. Pizza. Pizza, wo war die Pizza? Heute ist es, das überfordert mich ein bisschen, weil einfach zu viel geile Scheiße im Haus ist. Wo war denn die? Ach, da stand sie, da unten. Ach, ich bin doch dumm. So. Oh, Leute. So, was war das denn hier? 200 Grad, ne? Hatte ich gesagt. Backofen gut vorheizen, ja, haben wir getan. Ja, 200 Umluft, ist doch fein. 14 bis 16 Minuten. Liebe Johanna, solltest du kurz von der offensichtlich sehr zeitintensiven Recherche nach einer möglichst repräsentativen Pocket-Abbildung ganz kurz davon abweichen können und wir noch mal einen Timer stellen, so auf 15 Minuten wäre das echt, das wäre richtig geil. Klar, Polly Pocket habt ihr doch gesehen da. Hast ich aber nicht. Doch, war da. Aber ich habe doch gar nicht reagiert. Wenn ich nicht reagiere, habe ich nicht gesehen. Sorry, mein Fehler. Aber vielleicht könntest du mir noch mal einmal zeigen, damit ich auch noch mal einen Polly Pocket erfahren kann. Timer läuft, Polly Pocket ist da. Geil, wo, wo? Wo? Das war, oh, das war dieser Tant. Ein komplettes Haus in deiner Hosentasche. Ja, okay, das ist also Polly Pocket. Gut, ja. Ich mich wieder daran erinnert, warum das damals nichts für mich war. Das muss auf den Rost. Ich habe jetzt keine Lust, das Backblech rauszunehmen. Ich will jetzt in den Bucket. Muss das dann wirklich auf den Rost legen? Ach, verdammte Scheiße. Das muss ich dann auch schon... Hier, schaut mal her. Ja, ich lege natürlich das Backblech inklusive Backpapier runter, damit da, falls da was runterprotzelt. So, wir können natürlich jetzt ganz kurz gucken, damit es aufs Backblech und aufs Backpapier protzelt. Mal eben schauen, ob wir noch vielleicht eine kleine Zwischenzubereitung vornehmen können. Denn auch natürlich das hier. Ja, komm, Backofen ist immer geiler als Mikrowelle. Das muss, sagen wir doch mal ehrlich. Das Pizza Pocket kommt dahin, wo es eigentlich hin will. Und das ist in den Ofen.
Nicht zu verwechseln natürlich mit dem Brot von Frau Holle. Das wollte ja aus dem Ofen. So, ich krieg gerade den Hinweis, Fritteuse wird mir rot markiert. Nee, das hier ist kein Produkt für die Fritteuse. Da muss ich euch natürlich enttäuschen. So, und wie soll man das jetzt machen? Ach, das ist die. Oh, guck mal, hier so ein Snacklappen noch. So eine kleine Papierhöhle, so eine kleine Manschette, wo man das dann reinschieben kann, damit man sich wirklich nicht die. Ach, die haben wirklich an alles gedacht. Damit man sich bloß nicht die Hände verbrennt. Kommt jetzt mal direkt rein hier. Und zwar als kleiner Bruder von der guten Cheesy Bla Pizza. Und nach ganz hinten lege ich den kleinen Teigäumel mal. So, jetzt wollen wir aber mal gucken, was dieser Bucket verspricht. Das wissen wir, aber was er halten kann, wollen wir jetzt rauskriegen. Ich muss noch mal gucken. Das riecht aber schon ganz geil. Ich muss es einfach noch mal sagen. Das riecht schon gut. Hab ich Bock drauf. Hab ich Bock. Chicken Krispies, Chicken Bites und Chicken Wings Hard. So. Das hier, das ist doch bestimmt ein Bite, ne? Weil das ist so ein kleinen Bits und Bites kennt man ja. So eine kleine Knupsi-Form. Schön ummantelt, bin ich gespannt, ob das Pressfleisch ist. Oder ob man hier wirklich aus dem Filet was rausgestückt hat, geschnitten hat, wir werden es rauskriegen. Pressfleisch. Erstmal okay. Total überwürzt. Also, das ist schon. Das ist. Leicht scharf, mega salzig, aber im Prinzip so viel Geschmacksintensität drin, dass es tatsächlich vom natürlich zugegebenermaßen in der Regel eher nicht ganz so geschmacksintensiven Kernprodukt, nämlich dem Hähnchenfleisch, ablenkt. Aber auch geil. Okay, okay. Werde ich mir als nächstes mal hier, das ist doch bestimmt so ein Stripe. Ja, hier. Man sieht es auch hier, so eine Streifenform zum Teig. Ah, das Vorheizen. So. Ich bin vor allem gespannt, ob das jetzt anders schmeckt. Mhm. Mhm. Es schmeckt anders. Weniger intensiv gewürzt. Auch durchaus salzig. Lasst euch da nicht veräppeln. Das ist nichts, wo ihr dringend zum Fondor greifen müsst. Aber. Ein wenig weniger intensiv. Guck mal, sieht aus wie ein kleiner Tiefseeangler fast, ne? Also fast, wenn ihr euch vorstellt, dass der Eumel vor dem Gesicht hängt, ne? Haha, haha. Ja. Kaut sich gut, ebenfalls. Kein Filetstück. Stripe war ein bisschen besser. Jetzt muss ich natürlich mal richtig in der Tiefe des Eimers schauen, nachdem ich noch einmal zwischengespült habe. Dass ich mir mal so einen Wing einmal geangelt kriege hier. Also alle haben diese Panadenform, alle haben diese, nicht diese typischen Wings, ne, die man ja so kennt. Das ist ja, glaube ich, nicht das Standardprodukt, dass man sie so einer Panade anbietet, sondern eher in der Naturhaut ordentlich mariniert und dann in den Ofen schiebt. Aber hey, das sind American Super Bowl Wings. Da kommt auch am meisten Chicken durch. Da spürt man so ein bisschen das gewachsene Produkt vom Tier. Ist noch erkennbar. Ich weiß nicht, warum man da so viel Panade drum macht. Und dass die hot sein sollen, das wiederum halte ich an dieser Stelle eher für ein tollkühnes Gericht. Richtig. Ja. Also nicht hot. Hot it's not. Aber es ist gutes Fingerfood. Also deswegen wahrscheinlich auch, dass man es einigermaßen gut mit dieser Mega-Panade ganz gut essen kann. Da hat man nicht ganz so subschige Fettfinger, wie wenn man diese normalen Chicken Wings, die ihr vielleicht so landläufig kennt, isst. Ja, beim Chicken Wing muss man sich immer so vorsichtig mit den Schneidezähnen Richtung Knorpel vorfräsen, um bloß nicht plötzlich zu viel vom Knochen oder der Knorpelage, wie der Fachmann sagt, irgendwie mit aufzunehmen. Einige fräsen das ja ganz, ganz sauber vom Knochen alles und sagen, es ist mir ganz egal, Hauptsache es zwirbelt im Mund. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig.
Ja, eine ganz leichte Schärfe ist da. Aber, jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, Colin, du kannst doch nicht, kann ich auch nicht, du kannst doch nicht diese Chicken-Produkte genießen, ohne dich den Soßen gewidmet zu haben. Und habt ihr vollkommen recht. Sie muss jetzt noch eine zweite Runde machen. Es tut mir natürlich sehr, sehr leid an dieser Stelle. Genau, wir gießen gleich mal eben auch schnell, wurde ja eben reingereicht, das wollen wir nicht vergessen, das heiße Wasser rein. So, wir haben einen Curry-Dip, da bin ich gespannt. Hier versucht man natürlich auch die klassische Marktführer-Darreichungsform in dieser Form dieser kleinen Töpfchen zu imitieren. Ohne natürlich die Qualität zu erreichen, weil das hier ist wirklich einfach. Es ist einfach immer dieselbe Scheiße. Es ist viel zu hartgängig. Auf der anderen Seite ist natürlich die Folie als solche wiederum viel zu einschlitzgefährdet. Ach Mann. Ach Mann. Aber ich will jetzt auch nicht den zweiten aufmachen. Ich häng schon mit dem Finger in der Soße. Wie Tilly damals im Palmolive. Tilly Palmolive, kennt ihr das noch? Kennt jemand die Werbung mit Tilly und Palmolive? Sie baden gerade ihre Hände drin im Geschirrspülmittel. Henry, du kennst sie bestimmt nicht, oder? Johanna, du könntest mal bei YouTube gucken, ob wir diese Folge kriegen. Das ist eine Werbung, die mich geprägt hat wie kaum eine andere. Und sie ist so absurd wie kaum eine andere. Palmolive, Tilly. Völlig bizarr. Eine gestagte Situation aus der absoluten Hölle. Aber für mich als Kind war das irgendwie logisch. Hat, by the way, mein Frauenbild auch sehr geprägt. Fast so sehr wie, wie hieß dieses Gesöff nochmal? Alter, das ist schon wieder, guckt's euch doch mal an hier! Guckt's euch doch mal an! Zweimal mache ich den Fehler nicht. Einmal passiert er mir. Wenn es zweimal passiert, dann ist es definitiv auf einen Produktionsmangel zurückzuführen, den ich an dieser Stelle auch genauso ankreide, wie ich es tue. Intensiv, lautstark und so kritisierend, dass man einfach sagen muss, ihr nehmt einem die Freude vom Produkt, wenn man immer sich hinterher die Hände waschen muss. Es reicht doch einmal am Tag nach dem Kacken. Mann. So. Mann, da könnt ihr jetzt echt nur Tilly aus der Palmolive-Werbung. Die könnte mir noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Oder möglicherweise natürlich der Inhalt dieser schlecht zu öffnenden Soßentöpfchen. Also, ich nehme hier noch mal so ein Bite mit. Entschuldigung. Und dippe zunächst in die Currysoße. Currysoße mag ich nämlich tatsächlich am liebsten. Das ist eher so eine süße Currysoße. Ist, glaube ich, nicht extra produziert worden, leidenschaftlich detailliert für diese Nuggets oder für diesen Bucket. Als ob sie die irgendwo anders hergeklaut haben. Ist nicht so richtig gut abgestimmt, möchte ich damit sagen. Süß, leichte Currynote. Ja, geht so halb. Aber ich muss natürlich noch einen von den anderen, von den Langäumeln. Ja, die Popper und die Pupper. Ach, das ewige Spülen. Aber dafür gibt es doch Palmolive. Sie baden gerade ihre Hände drin. In Geschirrspülmittel? In Palmolive mit natürlichem Protein. Es pflegt die Hände schon beim Spülen. So, Tilly, was lesen Sie heute aus meinen Händen? Hm, sehr gepflegt. Sie werden einen jungen Mann treffen. Oh, das ist aber die Advanced-Fassung mit dem Kind. Kenne ich die gar nicht. Aber diese Vorstellung fand ich als Kind schon bizarr, dass sich jemand an den Tisch setzt und ein Gespräch anfängt und von dem Gegenüber darauf hingewiesen werden muss, dass die Handkralle, ihr habt es ja gesehen, es war eine Kralle, sich die ganze Zeit in einem Bottich mit Spülmittel befindet. Wir fragen nicht, warum sie ist, glaube ich, im Nagelstudio und will sich richtig schön polieren lassen von Tilly. Warum da überhaupt Spülmittel rumsteht, ist eine berechtigte Frage. Aber dass man wirklich so in den Raum kommt und sagt, ach, Jennifer, ich muss dir erzählen, was letzte Woche passiert ist. Das ist doch, also das fand ich als Kind schon suspekt und als Kind ist man nicht unbedingt schlau, aber neugierig. Und ja, aber jetzt haben wir sie gesehen. Ach, Tante Tilly oder Tilly, die war gar keine Tante. Vielleicht war sie Tante, wir werden es nie wissen. Vielleicht war sie ja die Mutter von dem kleinen Jungen. Weil Papa keinen Unterhalt zahlt, musste Tilly den Jungen mit zur Arbeit nehmen. Einige Kunden fanden es cool. Hier die zum Beispiel mit dem Spülmittel. Die anderen fanden es scheiße. Und sie hat dann ihren Arbeitsplatz verloren letztendlich. Und ist in Alkoholismus abgerauscht. Und hatte natürlich noch 4, 5 Flaschen Palmolive, die sie auf dem Schwarzmarkt verkaufen konnte. Aber die haben nicht lange gereicht. Da kann ich euch das sagen. Als die letzte Flasche
am 19. Dezember 1972 verkauft war, ist für die Familie von Tilly ein ganz trauriges Weihnachtsfest gestartet. Das kann ich euch sagen. Ich heule jetzt nicht, weil ich selber so angerührt bin, sondern weil mir ein bisschen von dieser Currypanade in den Hals geflutscht ist beim Reden. So, arme Tilly. Süß-Sauer-Soße ist so ein bisschen Süß-Sauer-Soße. Also man weiß schon, was sie imitieren will. Nämlich das Original, respektive das Produkt, was wir mit dem goldenen M verbinden. Aber das war gerade dieser intensive. Ich muss noch einmal durch den Wing schlürzen. Nee, ich scheiße auf den Wing. Ich nehme noch einen hiervon. Beim Wing kann ich es mir vorstellen. Also einmal komplett. Noch einmal Curry. Ist noch jede Menge drin, Henry, keine Sorge. Die sind ein bisschen zu intensiv. Das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Aber man muss keine Angst haben. Ihr seht ja, ich habe jetzt jedes Mal, ich würde es bewusst möglichst objektiv wissenschaftlich versuchen ranzugehen, nämlich so viele Produkte koste, um die Wahrscheinlichkeit eines Schwabbels, eines Knorpels, eines unangenehmen Stück Fleisches möglichst hochzuziehen. Aber obwohl ich viele, viele Testungen vorgenommen habe, konnte ich jede Angst frei kauen. Wenn es nicht ein bisschen zu intensiv gewürzt wäre, ich sag mal, die Hälfte von der Würzung, die hätte gepasst. Aber eigentlich müssten da Chicken Krispies, Chicken Bites und Chicken Wings hot. Und eigentlich, und das ist das Verdächtige daran, die haben sich verdruckt. Die Chicken Bites, die waren hot. Die Chicken Wings waren es not. Und die Chicken Krispies irgendwie waren in der Mitte, wie noch nie. Ja, ein bisschen besser gingen sie mit der süß-sauren Soße. Ihr müsst natürlich selber berechnen, ob ihr mit 4 Soßen in 2 Varietäten hinkommt, ob ihr den Bucket alleine essen wollt oder mit guten Freunden und Kolleginnen und Kollegen teilen wollt, so wie ich das natürlich tue. Kann man aber essen. Kann man aber essen. So, schauen wir mal. Wo haben wir denn dieses köstliche Produkt? Ah, hier tut sich auch schon was. Hier riecht es auch schon wieder fein. Ich hab's vergessen, dass ich mir was vorgenommen hatte. Wir hatten gerade den Bucket. 7,99 Euro. Ja, da war jetzt auch eine Menge drin. Und das muss man an dieser Stelle sagen. Ich glaube, 600 Gramm Fleisch, mehr sogar, der Rest mit Soße, natürlich auch viel Panade im Spiel. Aber hey, die Darreichungsform, das ist schon, das musst du dich trauen. Das traust du dich, wenn der Super Bowl ist? Ich fand das cool. Die Chicken Wings, glaube ich, würde ich jemand anderem geben. Also müsste ich jemanden einladen, der im Zweifelsfall nicht das gleiche Profil, die Bites und die Krispies hat, so wie ich. Aber wenn ihr jemanden habt, der sagt, gerne, ich kau den ganzen Knochen ab, dann könnt ihr euch auch in Kombination mit Freunden hier durchaus was auf den Zahn legen, was schmeckt. Also, es gibt insgesamt, durch die wenig Abgestimmtheit mit der Soße, ist ein Problem und natürlich den Umstand, dass die Chicken Krispies doppelt so viele Krispies auf die Menge an verwendetem so vertragen hätten. Leichte Abzüge in der B-Note. Aber insgesamt, was willst du machen? Kannst du sagen, das ist eine 7. Das ist nicht überragend, aber mir hat's geschmeckt. Mir hat's geschmeckt. Ist eine 7 und natürlich auch der Pfeil geht steil nach oben. Hier, der Prängel grüßt den Nordpol. Das ist, als ob du quasi Amerika dir nach Hause holst. So ist das nämlich. So, und nicht anders. Tut mir leid, dass ich so aufstoßen muss. Die komme ich auch wieder mal hier an die Seite. So, hier noch die beiden Originalsoßen. Bin ich mal gespannt, was hier am meisten weggezogen wird. Oh, da haben wir doch einen Timer gehört. Es ist Pizza Time. Oh yeah. Zieh dir die gute Mike Mitchell rein. Mit Salami und mit roten Zwiebeln. Mann, ist fein. Oh, sie ist, kommt heiß aus dem Ofen raus. Hoffentlich wird's ein Schmaus. Ja, also ich bin grundsätzlich ja auch hier. Ihr erinnert euch vielleicht daran, als ich das letzte Mal über die Eiswaffeln von Plombier referierte und mich da als Anhänger von Team Leder eher gezeigt habe, dieser Hang zur Liederigkeit, der zieht sich durch. Auch bei der Pizza bin ich ein Freund davon, wenn es noch eine gewisse Lapprigkeit aufweist und nicht so eine Crispy-Knackscheiße ist, ne? Wo du das auch als Frisbee benutzen kannst oder als Topfuntersetzer oder Mordinstrument. Oddjob lässt grüßen. Deswegen
ist das für mich jetzt okay. Ich meine, der Timer sagt, oh yeah. Und hinten kann das Pocket-Ding noch ein bisschen rein. Und dann müssen wir aber auch wieder umschichten, damit wir richtig schön im Timing bleiben. Aber jetzt gibt's erstmal die Pizza Stuffed Crust Salami. Liebe Johanna, wie lang war denn der Timer nochmal gewesen? 15 Minuten. 15 Minuten. Das bedeutet im Umkehrschluss, das habe ich schon wieder 2 Minuten geredet, ne? Ich könnte, glaube ich, jetzt auch die mit 18 Minuten recht üppig angegebene Snacktasche da hinten rausholen, ne? Ja. Raus damit. So, guckt euch hier mal den an. Er ist natürlich noch ein bisschen hier Salami aus Blassistan, aber was willst du machen? Ich hole das kleine, das Ding hole ich auch noch mal raus. Vielleicht kriege ich das hier sogar reingelobt. Ne, kriege ich nicht. Fange ich gar nicht mit an. Ich hole mir noch ein Tellerchen. Leute, heute ist ein schöner Tag. Schöner Tag, weil ich fast alles mag. Es bringt dich aber näher, auch mit Turbogensack. Das stimmt, da hast du recht. Mich trifft fast der Schlag. Doch trotzdem ist heute Delikatessentag. 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 So, jetzt mache ich weiter mit etwas, das ich mag. Und zwar der ich könnte natürlich auch mal die Heißluftfritteuse benutzen. Panierte Zwiebelringe, marinierte Chicken Wings. Panierte Chicken Wings. Das ist die American Football Box. Von Mike Mitchell. Von Penny. Komm, hier kommt jetzt, das kommt. Nee, komm, gleiches Recht für alle. Die kommt jetzt auch. Ich muss mal aufhören zu singen. So. Aber ich habe ja auch mal früher schon bei meiner Abi-Prüfung gesagt, warum soll ich Ihnen langweilig etwas erzählen, wenn ich es auch singen kann? Ich möchte übrigens sagen, dass meine mündliche Abiturprüfung in Musik, da war ich sehr gut. Klingt jetzt, also im wahrsten Sinne sehr gut. 14 Punkte. Abzug in der B-Note. War mit Abstand die beste Note, die ich in meiner gesamten schulischen Laufbahn bekommen habe. Schriftlich war ich immer durchwachsen. Aber das, die mündliche Abi-Prüfung bei Frau Brüne im Goethe-Gymnasium in Ippenbüren, die war nicht schlecht. Da war sogar der, wie hieß er denn nochmal? Der Leiter vom Schulorchester, der Beisitzer, der war auch durchaus angetan und überrascht davon, dass dieser schriftliche Stümper dann doch auf der Tonspur ein bisschen was mitzugeben hatte. Hat mir meinen Schnitt dann noch gerettet. Jetzt nicht für ein Medizinstudium, aber sagen wir ehrlich, der Zug war, glaube ich, schon im 7. Schuljahr abgefahren. So, guckt euch diesen Prachtbeutel an hier, ne? Hier ist natürlich ein bisschen mehr Varianz drin, als am Ende des Tages hier in dem Bucket, aber das war ja auch nur ein Chicken Bucket. Hier gibt's ja zweierlei Wings und einerlei Zwiebelringe. So, holen wir sie raus. Machen wir das ganz schnell. Ach, wisst ihr was? Ihr müsst mir dabei nicht zugucken. Ihr könnt auch einfach attraktive Konsumenteninformationen euch anschauen. Ganz kurz bin ich gleich wieder da mit dem geschlossenen Ofen und jeder Menge gute Laune. Wir wollen ja alle wissen, wie geil die Pizza ist, oder? Dann gibt's hier Krieg im Kino. Ihr habt eine Dauerkarte fürs Kino? Alle Streamingdienste, die es gibt, abonniert? Oder seht die Filme vor lauter DVDs in eurem Regal nicht mehr? Dann seid ihr bei Kino Plus genau richtig. Es hatte auch etwas Lüsternes, Voyeuristisches. Ja. Wir haben Tipps zu den angesagtesten Neuerscheinungen, Interviews mit Stars und Sternchen, Berichte von hinter den Kulissen, Quizze, Unterhaltung und vor allem eins. Meinung. Und es ist im besten Sinne des Wortes ein schöner Kitschfilm, eine richtige geile Rom-Com. Nee. Also Abo dalassen und keine Folge mehr verpassen. Und für die Serienjunkies haben wir den Bada Binge Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Es ist wieder Yes-Zeit. Yes-Zeit ist ein spontanes Konzept, was mir gerade gekommen ist, um Positivität auszustrahlen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich sollte damit, ich überlege mir so ein 1,5-stündiges Seminar auf den Bühnen. Ich sag mal, so 1000er Hallen kann ich damit füllen. Inklusive bei diesen 1,5 Stunden ist natürlich eine halbe Stunde Autogramm und Meet and Greet, wenn ihr ein T-Shirt kauft. Aber Yes-Time, darum geht es. Mit einem positiven Gefühl das Leben bereichern. Der Rest kommt noch, aber ich würde mal sagen, die Anmeldungen gehen bald raus. Der Rest, den überlege ich mir auf dem Bus, wenn ich nach Berlin fahre oder wo ich das erste Seminar gebe. Yes Time. Ich bin ein Gewinner und positiv. Ja, ist ein bisschen holprig, aber
Das sind die Feinheiten. Das ist dann auch, ob ich jetzt Mondsteine nehme oder irgendwie Galactus-Kristalle, die ich dann natürlich auch noch feilbieten würde in diesem Positivseminar. Das überlege ich mir auch noch. Auf jeden Fall ein T-Shirt mit Yes-Time. Mit so einem Daumen hoch, ich bin ein Gewinner, sowas. Auch so die Schäbigen natürlich, die so aufgedrückt. Egal, ich denke schon wieder zu weit. Ich kann auch an das Gute liegen, was so nahe liegt. Nämlich hier die köstlichen Produkte. Wir haben bereits die Chickenbox, wie versprochen, in den Backofen getan. Aber auch natürlich, um hier wenigstens mal einen Vergleich in den Zubereitungsformen zu bekommen, auch einen gewissen Anteil dieser Produkte in den Airfryer. Um genau zu sein, habe nicht ich das getan, sondern die liebe Johanna hinter meinem Rücken, ohne mich darüber aufzuklären, ohne zu fragen, wie viel Grad, ohne wie viel Zeit und ob das überhaupt geht. Hoffen wir einfach mal, dass dieses Experiment gut ausgeht und wir alle lernend, aber auch mit einem satten Bauch daraus hervorgehen. Aber ja, so ist das halt manchmal, ne? In Pausen. Und ich kann euch auch sagen, die Chickenbox hat bestimmt 300 Gramm Gewicht verloren, weil in der Zwischenzeit sich daran gütlich getan wurde. Nicht von mir. So, das ist der Applaus derer, die jetzt befriedigt hoffentlich da sitzen. Aber ich habe auch kritische Gesichter gesehen. Julius kaute so ein bisschen unmotiviert auf so einem Chicken-Ding rum. Paul war ganz begeistert, er konnte gar nicht genug kriegen. Und Henry, du hast ja auch gesagt, ne, du bist, ja, für das, was es sein soll, schließe ich ein Abo ab. So, könnt ihr das auch tun? Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns über ein Abo, bimmelt die Glocke, schreibt Kommentare und natürlich auch den RBSC, den Rocket Beans Supporters Club. Der freut sich auch sehr über eure Mitgliedschaft. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr darin eintreten und mit einer Donation eurer Wahl Sendungen wie diese hier supporten. Denn ich kann euch sagen, das ist zwar alles Discounterware, aber das ist auch ganz schön teuer. Also mein Gehalt ist quasi das günstigste hier am Tisch. Das sollte mir zu denken geben. So, machen wir weiter. Pizza Donut von Trader Joe's, a.k.a. Aldi, kommt da jetzt auch noch mal reingeschossen. Braucht 8 Minuten. 8 Minuten maximal. Wir brauchen einen Zwischentimer, einen sogenannten, liebe Johanna. Damit wir jetzt hier nicht durcheinander kommen. So. Aber so kleine. Ach komm, siehst du mal. Ist direkt einer umgefallen. Ist einfach so. Hast du einfach so dahin geschmissen? Deine Pizza-Donuts? Guck mal, ich hab dir hier auch noch mal ein paar von den Chicken Stripes gekauft, die du so gerne mochst, wa? Ich dachte, die tauschen wir doch einfach weggefressen, ne? So. Hier, komm, schön raus aus der Schatulle. Also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das am Ende des Tages das ist, was ich befürchte, nämlich einfach nur eine ordinäre Hefeteigveranstaltung in Donutform mit einer entsprechenden pizzaartigen Auflage. Am Ende des Tages aber wahrscheinlich wird das nur ein Snack-Gag sein, aber ist okay. So, widmen wir uns doch jetzt endlich mal dem Prunkstück der Tafel, der American-Style Stuffed Cheese, hast du, ist mir auch egal, ihr habt es sicherlich, ihr könnt ja einfach zurückspulen im Video, dann habt ihr mir schon mal einiges voraus. Pizza. Ich nehme den Pizzaroller, gibt's doch gar nicht, doch, hier schon. Und dann gehen wir mal durch, weil wie gesagt, hier wird uns ja eine Käse, eine Stuffed Käsekruste verkauft, die man sonst ja, ihr kennt das, bei einigen Pizzalieferantendiensten zwar erwerben kann, aber in meiner Erfahrung nur gegen einen doch gehörigen Aufpreis im Produkt, zu dem ich in der Regel zumindest zu geizig bin. Also rote Zwiebel, Tomate, Käse. Kleine Salami-Talerchen und hier natürlich dieses Versprechen auf käsehaltigen Genuss bis zur letzten Randkrume. Also, wollen wir noch mal schauen hier. Leg mir den mal so ein bisschen hier rüber. Na, gucken wir mal. Aber es ist eigentlich so ein Labber. Ich mag das, wenn das so schön labberig ist. Ja. Das schmeckt doch völlig normal nach diesem typischen Billo Margarita, 3 zum Preis von einer. Diese typischen, ja, so einen ordinären Salami aufgelegt auch noch. Das kennt man so, ne? Das ist so eine freudlose Studentenpizza, nennt man sie auch. Wenn man Glück hat, findet man irgendwie im Wohnheim beim Nachbarmülleimer noch irgendetwas, was man drauflegen kann. Ansonsten ist das eher so eine freudlose Margarita-Basis oder an Feiertagen entsprechend mit relativ unaufgeregter Salami verfeinert. In diesem Fall ist genau das die Kernbasis, aber wir wollen natürlich uns primär Richtung Rand vorfräsen, weil da ist ja das Versprechen auf fetthaltigen Genuss versteckt. Also, ich versuche jetzt mal so ein Doppelstück, also einmal komplett hier, das ist mein theoretischer Plan, ich versuche den Kiefer so anzusetzen, dass ich sowohl vollumfänglich die Salami als auch ein ordentliches Stück
vom käsegefüllten Rand mitbekomme. Wünsche mir einfach mal Glück. Mhm. Das ist eine große Masse erstmal im Mund. Es ist Fett im Haus. Das schmeckt man. Aber erwartet jetzt keinen aromatischen Käse-Ring. Ich nehme nochmal nur vom Ring. Hm. Mozzarella ist das, glaube ich. Ja. Ja, Mozzarella ist natürlich auch so ein bisschen in der Käse-Grundschule erste Klasse, ne? Also, das ist wirklich was für Anfänger und Käsebeängstigte wie mich. Durchaus gut geeignet. Aber, ja. Aber es wertet diesen freudlosen Teig schon ein bisschen auf, muss ich schon sagen. Ich gönne mir noch einmal den kompletten Glubbel. Also, es ist hier, sieht man auch, ne? Guckt euch die Fräskante an. Ich weiß nicht, ob du das gut einfangen kannst. Aber hier ist schon Mozzarella im Rand. Das spürt man auch von der Gewichtverteilung. Traditionellerweise würde man ja sagen, der Stützdaumen muss die reichlich belegte Innenseite primär halten. Aber ich kann euch an dieser Stelle sagen, dass die Finger seitlich und auch darunter genauso viel Arbeit haben, weil diese Flüssigfüllung im Rand eben nicht nur heiße Luft, sondern ein käsiges Versprechen ist. Und das ist okay. Also, in Kombi ist es besser als der Rest. Also, es ist einfach, es ist die gewisse Extrafettung. Dieser gewisse Extrafett- und Käseanteil, der diesen trockenen Rand ein bisschen spektakulärer macht. Das Innenleben, das ist alles von der Stange, nicht weiter erwähnenswert. Es gibt ja so einen kleinen Twist der Pizza. Aber ich würde mir wünschen, dass man diesen Twist mit einer noch geileren Innenraumbelegung hinbekommen hätte. Denn am Ende ist es primär ein, wie soll man sagen, so ein taktiles Gaumenerlebnis durch diese Käsefüllung. Weniger ein geschmackliches. Da kann der Mozzarella im Rand natürlich wirklich mehr so als Füllmaterial und Weichmasse seine Wirkung tun, weniger geschmacklich natürlich konkurrieren mit dem, was im Innenraum bereits gewartet hat. Also, es ist okay, es könnte aber noch mehr sein. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Erst dachte ich, eine billige Pizza, einfach billigst aufgehübscht und quasi einmal für den Ball schön gemacht, danach kannst du die Schuhe aber auch wegschmeißen, Aschenputtel. Nee, es ist schon ein bisschen mehr, wenn man dann nicht nur guckt, sondern auch tanzt in den Schuhen. Und das ist übertragen, aber im Prinzip genau das, was ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht habt als Fazit. Gut, die Pizza werden wir hier natürlich finden. 3,79 ist durchaus ein klassischer Aktionspreis, gerade für einen Discounter. Also standardmäßig kostet eine Pizza dieser Darreichung und Größe, glaube ich, beim Discounter schon weniger. Aber hey, es ist Feiertag, es ist Super Bowl, da kann man sich die mal auf den Zahn legen. Wie sehr die allerdings typisch auf eine amerikanische Homecoming-Party gemünzt ist oder dann doch am Ende des Tages ein Marketing-Trick, der überhaupt nichts mit den Vereinigten Staaten zu tun hat, weiß ich nichts zu sagen, ist aber eigentlich maximal hier so ein Schrägäumel, das muss ich sagen an dieser Stelle. Aber geschmacklich, wie gesagt, keine totale Enttäuschung. Jetzt nicht begeistert, da geht noch einiges, aber mit einer 6 haben wir zum Glück im reichhaltigen Sortiment der Zahlen genau eine, die perfekt für dieses Produkt passt. So, jetzt wollen wir uns natürlich, ich habe es lange links liegen lassen, um genau zu sein, von mir aus gesehen rechts, einmal hier der Pizza Pocket, Polystyle, Burger Style widmen. Also, hier haben wir einfach mal, wie war es nochmal? Ich lese es nochmal einmal vor, um es alle nochmal auf den Stand zu bringen. Weizenteig gefüllt mit Edamer, einer Tomatensoße, gekochter Rindfleischzubereitung, Essig, Gurken, Röstzwiebeln vorgebacken, tiefgefroren das Ganze. Also, andere sagen, das ist ein Stück gefaltetes Brot mit Einlage. Finde ich aber gut hier, ne? Das finde ich gut. Das sind so diese Kleinigkeiten. Es ist jetzt nicht mehr nötig, weil es nicht so heiß ist, aber es ist auch relativ schwer. Da ist schon was an Füllung am Start. Also das
sei an dieser Stelle durchaus mal positiv erwähnt. Ich mache noch einmal eine kleine Spülung. So. Riecht so ganz gut. Riecht angeröstet. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, es nicht in der Mikrowelle darzureichen. Beziehungsweise zuzubereiten. Das wollen wir noch mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst. Ihr seht es hier vielleicht auch schon. Der Eingang zur Höhle, der ist noch so ein bisschen trocken. Dieser freudlose Höhleneingang lässt nicht darauf schließen, dass vielleicht tief im Inneren des Bergs ein Schatz aus Gold wartet. Und das ist in der Regel natürlich der schöne Startschuss für ein spannendes Abenteuer für 7- bis 8-Jährige. In der Kulinarik aber eher schwierig, wenn natürlich im Inneren des Ganzen sich die ganze Köstlichkeit tummelt und außen du halt erstmal mit so einem Trockeneinstieg beginnen musst. Aber ich probiere einfach mal und wir wollen in der Praxis schauen, ob es denn so ist. Das waren die Donuts. Vielen Dank, liebe Johanna. Die Donuts sind fertig. Ja. Ja. Das hat jetzt nichts mit der Hitze zu tun. Was ich hier habe, ist einfach ein Gekaue auf hellem Brot. Nee. 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 So ein Dip. Ein kleinen Sour Cream Dip vielleicht noch dazu. Ich muss das schnell runterkriegen, weil ich wieder ins Innenleben vordringen. Es ist eine gewisse Beefigkeit da, die schmeckt man. Aber nee, ich meine, schaut mal. Guckt euch mal an, wie viel Teig hier am Start ist, wie dick der Teig ist, verglichen mit dem, was da an Innenleben hervorherrscht. Wenn das jetzt so intensiv geschmackvoll wäre, wie zum Beispiel die Chicken Bites, die leckeren, würde das möglicherweise die Trockenheit und Dominanz der Brotaußenhöhle einigermaßen selbstbewusst kontern können. Einzig ist es leider nicht so. Dadurch hast du wirklich so einen Teigbatzen. Ich klappe den Boy hier nochmal auf. So sähe das dann von innen aus. Und so ein bisschen habe ich da auch das Gefühl, boah, sieht aus wie so eine überteuerte Kirmespizza. Aber vor allem klapp mich schnell wieder zurück, damit mein Geheimnis, dass ich gar nicht so üppig gefüllt bin wie gedacht, möglichst lange gewahrt bleibt. Also, nee. Da weiß ich doch jetzt schon, wenn ich jetzt hier zusammengeklappt weitergekaut hätte, ja? An dieser Stelle, dieses Stück da. Das wäre einfach nur traurige, trockene Tomatentunke mit homöopathischem Käseanteil, zwei Hackfleischbrocken und ein so ein bisschen Zwiebelabrieb. Das hätte ich auch geschmeckt. Und zwar nicht auf der positiven Seite. Das muss ich sagen, da hatte ich mir dann doch viel mehr erwartet. Guckt euch vor allem mal an, wenn man sich diesen prächtigen Serviervorschlag auf der anderen Seite vorstellt. Guckt euch das mal, wie reichhaltig das belegt ist. Es ist ja kaum zusammenzuklappen. Also der Teigmantel hat ja alle Mühe, die Knöpfe quasi zuzubekommen. So viel Bauch ist da drin. Und das ist einfach in der Realität nicht der Fall. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, es ist Schwindel, aber ich würde es zumindest andeuten, so lange, wie es für mich juristisch ungefährlich wäre. So. Also, dann wollen wir noch mal gucken hier. Das knuspert sich schon schön ein weg. Da sagt die Zunge Schleck, Schleck, Schleck. Pizza, Donuts sind fertig. Oh ja, die wollen wir natürlich jetzt hier nicht vergessen. So, wir waren aber jetzt erstmal für den Moment bei den Pockets. Muss ich sagen, 2,29 ist natürlich nicht wahnsinnig teuer. Kriegst zwei davon und auf den ersten Blick würde man sagen, geil, freue ich mich drauf, endlich wieder Super Bowl. Geschmacklich gesehen war das aber nichts. Und nur weil es Englisch ist, Pockets und irgendwie Hackepeter drauf ist, ist das für mich noch kein Grund zu sagen, jawohl, hol die Stars and Stripes Flagge vom mageren Nachbarn ab. Das gibt den, nee, das geht schräg nach unten. Und geschmacklich war das leider nichts. Hätte gut sein können, sah gut aus am Ende des Tages, aber einfach das klassische Missverhältnis von Füllung und Ummantelung. Das hat ja schon so manchem Produkt hier in der Verkostung das Genick gebrochen. So, wir machen eben schnell weiter mit den Pizzadonuts, die jetzt auch immer mehr aussehen wie so ein kleiner Scherz. Beziehungsweise jetzt mehr aussehen wie Pizza, finde ich, als wie Donuts. Man kennt sie ja auch in der, auch sozusagen als Liebespizza in der erotischen Küche. Ich sag ja nichts mehr, ich höre schon auf.
Ich habe keine Ahnung. Also gerade dieser Airfryer, da bin ich natürlich gleich gespannt drauf. So, ziehen wir uns hier dann noch mal raus und erstmal schön bestücken. Oh, sind gleich weich und fluffig. Das finde ich gut. So. Stellen wir sie mal dahin zum Nachbargebäck, wenn man so möchte. Das ist quasi für die Kinderparty und das für die Erwachsenen sollte es sein. Das Problem ist, wenn beide Seiten nicht glücklich werden, ist nichts gewonnen. Das Backblech tue ich noch mal woanders hin, damit da unten. So, ich mach mal. Ich muss ja einmal kurz den Etagendings machen. Hier sehen wir nämlich schon mal das Allerlei aus der Fleischpackung American Football Art. Curry, ne? Riecht ja auch nicht. Ich schon. Das ist nicht schlecht. Riecht ganz gut. Aber ich muss es noch einmal umschichten, denn ich möchte natürlich jetzt auch die letzte Snackbox, die wir haben. Gott, meine Fresse, ist das anstrengend. So. Nee. Komm, bleib da. Ah, lecko mio. So. Alles noch nicht optimal. Ist alles noch nicht optimal. Also, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch hier American Diner. Mike Mitchell hat nämlich zwei Produkte auf den Markt geworfen. Wenn man sagt, ich habe aber weniger Lust auf zweierlei Chicken Wings und Zwiebelringe, kann man natürlich auch sich Chili Cheese Nuggets, Mozzarella Sticks und Zwiebelringe gönnen. Das ist dann die sogenannte American Diner Variante der TK-Ware. Die wollen wir natürlich uns jetzt auch mal auf den Zahn nehmen und vor allem der wichtigen Fragen, die euch genauso umtreibt wie mich, nachgehen, ob denn die Zwiebelringe aus dieser Mike Mitchell Box die gleichen quasi sind wie in der American Football Box mit fleischhaltigem Inhalt. Werden wir gleich rauskriegen. So. Ach, schau mal, hier sind die Sachen auf jeden Fall auch verteilt. Ja. Guck mal, hier haben wir so schöne Barbecue-Soße, der widmen wir uns gleich. Eins nach dem anderen. Aber das ist doch jetzt anspruchsvoll. Das ist doch niemals, niemals. Wir alle wissen, wenn Mozzarella-Sticks im Spiel sind, muss man exakt die Backzeit einhalten. Denn sobald du auch nur 10 Sekunden drüber bist, kann es sein, dass diese wirklich leicht kittende Ummantelung aufplatzt und dieser Käse-Mozzarella-Strom sich auf das Backblech ergießt und dann bleibt zurück wirklich so eine schlaffe Hülle. Wie so ein Disco-Parkplatz, wo die plastikartigen Hüllen der Leidenschaft vom Vorabend sich einmal komplett über selbigen verteilen. Man weiß, sie waren mal prachtvoll gefüllt und Zeichen von Selbstbewusstsein und der Freude von mindestens zwei Menschen. Was übrig bleibt, ist einfach nur noch eine schlaffe Hülle mit ekliger Füllung. Und deswegen kann ich mir allein nicht vorstellen, dass hier eine identische Backzeit angegeben ist. Müsste ja dann wirklich bedeuten, guck dir das mal an, da geht's nämlich schon los. Die tiefgefrorenen panierten Zwiebelringe auf ein Backpapier ausgelegtes Backblech auf die mittlere Schiene, nach 10 Minuten die blablabla wenden. Nach weiteren 3 Minuten die. Johanna, schreibst du mit? Mhm. Also, das ist jetzt ein bisschen komplexer, das ist quasi fast wie so ein Videospielrätsel. Bitte als allererstes lege ich die panierten Zwiebelringe auf. Für 10 Minuten. Nach 10 Minuten muss ich sie wenden. So weit, so einfach. Danach bleiben sie offenkundig drin und nach weiteren 3 Minuten müssen die Mozzarella-Sticks dazu. Und alles zusammen weitere 7 Minuten im Ofen verbleiben. Jetzt fragst du dich natürlich zu Recht. Nee. Kannst du noch mal einen neuen Zettel nehmen? Also was? Also es geht so, pass auf, bla bla bla, so einfach so. Dieses arrogante, grobe Lesen, weil man weiß, die wichtigen Informationen, die scoute ich schon in der Anleitung natürlich. Also es ist wie folgt, meine Liebe. Die Zwiebelringe auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech auf die mittlere Schiene des Ofens legen. Nach circa 10 Minuten die panierten Zwiebelringe, die hier, die ich vor 10 Minuten draufgelegt habe, wenden und die Chili Cheese Nuggets dazulegen. Der Timer steht bei 10 Minuten. Nach weiteren 3 Minuten, also insgesamt 13 Minuten als Duo, ja,
gesellen sich die Mozzarella-Sticks dazu. Und alles zusammen muss weitere 7 Minuten backen. Krass, das heißt ja, die Zwiebelringe sind 20 Minuten da drin. Ja, das sind 20 Minuten. Ja, krank. Und vor dem Verzehr 2 bis 3 Minuten ruhen lassen. Wer möchte sie dann noch wecken? Und dann... Also -2 mache ich dann irgendwann noch mal und dann unterm Strich sage ich dir Bescheid, ja. Ja, das, so können wir verbleiben. Wunderbar. Also, nicht die, ich habe ja die ganze Zeit die Mozzarella-Sticks in der Hand. So, also erstmal die Zwiebelringe. Ich habe jetzt keine Lust, den Airfryer noch mal zu benutzen. Ich möchte jetzt hier zack, zack, möchte ich, ne? So. Also, rein mit den Ringen. Wie war das denn noch mal mit dem anderen Timer hier? Wir hatten ja noch ein Produkt. Weißt du da noch, wie es war? Ja, der hat jetzt noch 4 Minuten, 2 Sekunden. Ah, das natürlich. Muss ich noch mal umschichten, es tut mir leid. Ist ein bisschen komplex. Wir haben ja nur diesen einen Ofen und nur 2 Backbleche. Und einen mäßig talentierten Küchenbeauftragten. Und mich. So. Also, dann kommen die doch jetzt einfach mal in die Mitte rein. Für die letzte Gönnung. Und das schichten wir gleich um hier. Die ganzen Krumen, gut, die schiebe ich ein bisschen zur Seite. Darauf kommen jetzt die Zwiebelringe. Also, Zwiebelringe kommen rein. Und ich muss gleich das Stockwerk wechseln. So ein bisschen. Oh Gott, ist das kompliziert. Das ist wirklich, könnte auch so ein Einstufungstest für Piloten sein. Wo man so möglichst viele verschiedene Dinge gleichzeitig machen muss. Und dabei natürlich noch Leute gut gelaunt zum Urlaubsort zu bringen. Ne? Und dann geht die Warnlampe an. Und dann musst du entscheiden, ziehe ich jetzt erst die Nase hoch oder sage ich den Flugbegleitungen, dass sie jetzt bitte schön den Shrimp-Cocktail in der ersten Klasse reichen mögen. Das sind so Entscheidungen, glaube ich, die man als Pilot so fällen muss. Und wenn du da die falsche Prio setzt, dann hast du nämlich die Klagen von der ersten Klasse da, die dann sagen, wie lange sollen wir denn noch warten auf unser Essen? Ne? So, rein mit den Ringen. So, Zwieblinger rein, Zeit läuft. Hier, es sind übrigens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ringe. 7 Ringe von Zwieblon. Dem Meister der Ringe. Gemacht, um die Dipper zu ärgern. 3 Ringe. Hier. 4 Ringe. Für die Chicken Wings von der Hühnerfarm. Und. Ach, Jona, du verstehst die Referenz nicht, ne? Herr der Ringe war nicht so deins, oder wie war das nochmal? Nee, ich guck das mal irgendwann noch. Ah, du warst eher so Polly Pocket, stimmt. Ich erinnere mich dran. Und unser letztes gemeinsames Mittagessen. Boah, nie. So, aber wollen wir noch mal gucken hier? Ich glaube, das ist fertig. Das sieht alles schön trocken und selbstbewusst aus. Also, jetzt aber eins am anderen, Colin. Entspann dich, entspann. Denk an. Wie war noch mal meine Masche? Wie hieß die noch mal, Henry? Weißt du das noch mal? Das Seminar, mit dem ich reich werden will? Ja. Ja-Methode? Yes? Oh Gott, das habe ich schon selber vergessen. Es wird jemand anders das klauen und reich werden. Oh Gott. Yes, yes, yes Time. Yes, yes Time, genau. Es ist wieder Yes Time hier bei LMG. Indem wir uns nämlich jetzt hier durch diese 9 Donuts. So, da haben wir 9 Donuts, könnten natürlich auch Ringe sein. Doch die Donuts verdarben die Menschen, machten sie träge, fett und bettlägerig. Bis der eine kam, der sich um sie kümmerte, wie man sich um ein angemessenes TK-Würzpotenzial kümmern sollte. Er aß sie und nahm die Bürde des zu hohen Cholesterinspiegels auf sich. Sein Name war... Da müsst ihr den zweiten Teil kaufen. So, also wollen wir mal gucken hier, ne, was die Kleinen können hier. Sie sind noch leicht weich, sie sind noch fluffig, sie sind noch angemessen warm. Ist das was fürs Mittagessen? Oder für unterm Weihnachtsbaum? Es ist ja super süß, alles. Aber diese ungeliebte Tomatensoße, diese. Was ist denn da das Süße dran? Das ist jetzt nicht ein Donutteig, also es ist ja schon jetzt kein geiler, fettgebackener Teig, ne? So wie wir den kennen. Muss ich noch mal genauer gucken. Also, Cheeseburger-Style.
Softbun-Teig im Cheeseburger natürlich. Gott behüte, Entschuldigung. Wie konnte ich denn nur auf Pizza mit Hack kommen? Belegt mit Mozzarella, gegartem Rindfleisch und Zwiebeln. Rindfleisch, Mozzarella, Tomatenmark, Rapsöl, Zucker. Also es ist einfach sehr, sehr süß abgestimmt, das Ganze. Okay. Ist mir aber ehrlich gesagt zu süß. Also es ist schön fluffig. Es ist tatsächlich, obwohl es relativ lang im Ofen war, ist es noch ein guter Fluffring darunter. Und da das so süß ist, ist dieser Offensivangriff vom Teig. Das sind diese Chicken-Teile aus dem Ofen. Chicken-Teile aus dem Ofen kommen gleich raus. Ist aber wieder so eine Klumpigkeit. Also durch die Fluffigkeit des Teigs und die Gesamtsüße wird hier so ein bisschen suggeriert, dass der Teig gar nicht so schlimm ist, wenn er als letztes als so ein Teigbatzen noch im Mundraum rumfrümmelt, während, wie gesagt, die gesamte Auflage sich bereits gen Magen irgendwie zurückgezogen hat. Aber es ist genau so ein Weizenteiggeschmack. Ja, es ist ein Gag. Also da würden die, ja, kann man machen. Also es gibt einen leidlichen, hier, guck mal, so also machen wir das hier, ne? Es gibt so einen schönen, so, ist okay, ist auch snackable, ist alles in Ordnung. Geschmacklich allerdings muss ich an dieser Stelle sagen, das ist ähnlich unaufgeregt wie der Double Beef Burger. Es gibt Schlimmeres, aber es ist jetzt auch nichts, wo man zwingend sagt, stolz lade ich euch zu mir nach Hause ein. Sowas Tolles habt ihr noch nie erlebt. Gutes würde ich eh nicht sagen. Gucken wir doch mal. So. Hier schmurgelt schön die Flügelplatte und macht den Colin gleichwohl satte. So. Boah, diese Todeshaken, die sind ja eigentlich geil, ne? Weil man da nicht so, hat man nicht so einen kippligen Auszug. Oh, gleich geht's hier weiter, ne? Nach ein paar Minuten. So, jetzt gönnen wir uns aber erstmal hier einmal das. Muss ich noch einen Teller rausholen? Es sind leider nur zwei tiefe Teller im Haus. Zwei dürfen bleiben und zwei gehen nach Haus. Die Tine und der Johnny, die sagen, oh nee. Naja, bei Colin schmeckt das Essen ja meistens eh bäh. Ich nehme immer die Fleischprängel mit leckerem Curry auch. Noch liegen sie auf dem Teller, doch gleich wandern sie in meinen Bauch auch. Ich nehme einen Lappen und wische mir die Flossen ab. Danach kommt der Chicken Wing auf den Teller, danach in sein Grab. So, also, das haben wir hier. Lohnt es sich, stehen zu bleiben, Johanna, weil du mich gleich wieder aufscheuchen wirst? 3,45, dann Zwiebelringe wenden und Nuggets dazu. Jetzt schon? In 3,40. In wann? 3 Minuten 40. Okay. Gut. Oh. So, wir machen weiter an dieser Stelle. Erstmal, indem wir uns einen Schluck Bier gönnen. Es ist nicht mehr eiskalt, aber immer noch kalt genug, um den Genuss nicht zu trüben. Ich habe auch keinen Bock dafür, das Glas aufmachen. Es ist eine Dose, es ist ein Super Bowl. Es ist, also wenn man das nicht, also ich muss auf dem Bauch parken können und das können Dosen unter Umständen. Das ist eine dumme Geschichte, vergisst es. Vergisst eigentlich alles. So, guckt euch das mal an hier. Wie wunderbar und schön diese Flasche kann verwöhnen. Nein, nein, es ist eine Dose. Ups, ging die Anmod, die erste zumindest, in die Hose. Gott, ich sollte wirklich nicht. Ich höre jetzt auch auf. Ja, riecht nach Bier. Apropos Bier, wenn ihr diese Sendung seht, boah. Legendary Bier, Lager. So, wenn ihr mehr Expertise und mehr Formulierungen im Bereich des Biers erwartet und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp nehmen haben wollt, dann empfehle ich euch natürlich sehr das in Kürze live startende Bier-LMG, je nachdem, wann ihr diese Folge letztendlich hier guckt. Da werden Uke und Heiko gemeinsam mit mir, sie sind ja absolute
Kenner des goldenen Schaumbiers, werden sich mit mir gemeinsam und mit euch, wenn ihr denn Lust habt, an die Pilzverkostung wagen und sagen, was ist geil und was ist scheiße. Wissen wir alle natürlich, aber das nochmal vor laufender Kamera zu tun und diverse Sorten in den Quervergleich zu nehmen, da freue ich mich schon sehr drauf. Demnächst bei uns auf dem Sender. So, jetzt geht es aber mal kurz ab. Hier. Und dann geht's zum Duff-Bier. Schaut euch mal an. Oh, langsam bin ich auch ein bisschen satt übrigens. Hier haben wir das Ganze aus dem Airfryer. Sieht man auf jeden Fall, dass die Ringe sich über den Airfryer gefreut haben. Könnte aber auch sein, dass sie einfach natürlich ein bisschen lang. Wir haben jetzt nicht so auf die Zubereitungsform geachtet. Aber ich bin mal gespannt, ob sich vielleicht so im Saftigkeitsbild grundsätzlich bei den Fleischprodukten ein großer Unterschied zwischen Airfryer und Backofen geben wird. Also, wir haben an dieser Stelle die zweite von drei TK-Boxen mit teils Fleisch, teils vegetarischer Füllung. Probieren wir doch erstmal so einen kleinen Zwiebelring hier. Ist so ein bisschen, ne, Labber, ja, Labrig-Style aus dem Backofen. Ja, üppig ummantelt. In der Mitte die Zwiebel, die schmeckt man schon raus. Leicht süßlich, ja. Ja, so schaut's aus. Aber es fehlt auch hier so ein Dip. Der kommt ja nicht mit. Oder war da was? Im Dippen. Zum Dippen in der American Box. Ich glaube nicht. Denn das hier, wir erinnern uns, gehört ja zu der anderen Box. Gut. Leicht süßlich, leicht würzig. Kann man machen. Muss man nicht. Ich bin auch nicht so ein wahnsinniger Zwiebelring-Fan. Probieren wir mal das Exemplar aus dem Airfryer. Das ist also direkt schon mal ordentlich durchgeknuspert. War sicherlich auch zu lang drin, aber vielleicht schmeckt es ja auch köstlich dadurch. Ist noch nicht vertrocknet, wenn ihr das jetzt glaubt. Colin, das wäre alles falsch gemacht. Ist nicht. Ist noch okay. Und schmeckt auf jeden Fall dadurch, dass es ein bisschen krosser ist. Auch ein bisschen röstiger. Hm? Finde ich besser. Airfryer. Haben wir einmal in der Sendung gehabt und ich weiß, dass Kollege Etienne Gardet mittlerweile auch privat schon seit einiger Zeit auf ein Gerät vergleichbaren Typus setzt und hochzufrieden ist. Hochzufrieden. Colin, die 10 Minuten sind um. Du müsstest jetzt die Chili Cheese Nuggets dazu tun und die Zwiebelringe einmal drehen. Danke dir. Also es ist natürlich so kompliziert zu machen, ist wie jetzt hier, fragt man sich zu Recht, warum man nicht gleich selber kocht, ne? Also es sind ja 6 Arbeitsschritte, die hier anfallen oder so. Aber hey, dafür muss man nur einmal die Box kaufen. So, schaut daher. Hat so ein bisschen was von, ist es ein Zwiebelring oder ist es ein Oktopus? Ich weiß es nicht. So, die Dinger sind drin. Ich bin ja nicht so ein Tintenfischring-Freund, deswegen muss ich mir immer erstmal klar machen, dass es sich um Zwiebelringe handelt. Das Witzige darin ist, und das haben wir natürlich gesehen, auf beiden steht Mike Mitchell drin, aber die Zwiebelringe da sind natürlich in Sachen Umfang und Länge weitem diesem Produkt überlegen, wenn man das denn mag. Es mag ja nicht jeder solche absoluten Monster-Zwiebeln im Maul. Manche mögen es ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer. Dementsprechend kann man sich die Zwiebelringe natürlich aussuchen, wenn man denn beide Boxen kauft. So, wollen wir doch mal schauen. Ich mag besonders diesen Currygeruch. Wir erinnern uns auch mal ganz genau, was wir hier eigentlich haben wollen. Wir haben eben die doppelt marinierten Chicken Wings und die panierten Chicken Wings. So steht es hier drauf. Tatsächlich handelt es sich natürlich bei den Marinierten um Marinierte und bei den Panierten um Panierte. Das ist auch vollkommen klar. Man sieht es an dieser Stelle ja auch. Hätte ich ja gar nicht so weit in die Ferne eilen müssen. Also erstmal die Panierten, weil die haben auf jeden Fall so ein Curry-Aroma, was mir erstmal relativ ungewöhnlich, also meine Erfahrung mit Chicken Wings, aber deswegen bin ich natürlich auch neugierig. Ja. Mhm. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist sehr viel drumherum. Also ist wie im Winter. Da denkst du, was ist das denn für ein dickes Kind? Und in Wirklichkeit hat es einfach nur sehr viele Schichten Klamotten an, bis du zubeißen kannst. Also da bin ich gerade falsch abgebogen, aber ihr wisst, was ich sagen will. So ist es hier auch. Es ist üppig ummantelt und richtig groß und prächtig, aber
Man hat das Gefühl, es sind viele Textilschichten, durch die sich der bissige Hund vom Nachbarn erstmal durchkauen muss, ehe er auf Fleisch stößt. Ah, hier. Guck mal, das ist hier das Mäntelchen. Und das ist das Fleischchen. Du musst beides im Mund stecken, weil du kannst, tut mir leid, Henrik. Ja. Curry ist ja auch so ein relativ intensives Ding. Also eine Sache, die sehr viel Eigengeschmack mit sich bringt. Da ist nicht so viel vom Chicken Wing. Da kann man sich, glaube ich, auch einfach. Kannst du dir auch einfach Curry im Paniermehl anrühren und in der Pfanne backen. Ich weiß schon, warum das nicht die Standarddarreichung ist. Weil es einfach vom Chicken-Rest geschmacklich nicht allzu viel übrig lässt. Probieren wir aber doch mal, was der Airfryer aus diesem Produkt gemacht hat. Ähnliche Grundproblematik. Sehr Curry-like. Also da war eben bei den anderen Chicken Wings definitiv mehr vom Hühnchen-Eigengeschmack zu schmecken. Ja, so eine Currypanade ist halt nicht der, ne, ist nicht so der Stani. Probieren wir doch mal einfach die anderen Keulen, die ordentlichen, nur marinierten Klumpen. Warte, so kennt man sie eigentlich. Wir müssen noch die Mozzarella-Sticks in den Ofen dazu und dann hast du noch 7 Minuten, bis alles zusammen raus ist. Dann haben wir's. Alles klar. Vielen Dank für den Hinweis. Dann kann ja auch nichts mehr schiefgehen, wenn man so gut zusammenarbeitet wie wir heute hier. Ah, leck mich doch. So eine kleine Öffnung, durch die sich der Prängel hier schieben muss. Immer muss man mit Druck arbeiten. So. Die sind drin. 7 Minuten. Und dann schauen wir mal. Also. Ich nehme mir mal so einen Keulenäumel. Da muss ich natürlich sagen, die sehen hier aus dem Ofen schon besser aus. Auf den ersten Blick. Ne? Hier sind auch schön weggetrocknet, aber ich habe sie auch sehr lange. Also, so kennen wir das. Nur echt, wenn die Finger richtig subschen danach. Lame Marinade. Naja, habe ich schon bessere gegessen. Und da rede ich nicht von den Curry-Freunden aus der gleichen Packung. Also nee. Es hat eine ganz leichte Spülwasserromantik. Klingt total komisch. Ich habe auch lange mit mir gerade gerungen, also bestimmt 15 Sekunden, ob ich es aussprechen soll. Aber was, ihr wollt ja schon unsere Ehrlichkeit. Da ist irgendein Gewürz drin, was du normalerweise ja in der Palmolive-Werbung verorten würdest. Und das ist ein bisschen irritierend. Also es ist auf jeden Fall nicht so eine leckere, intensive Marinade, die diesem Fleisch dann wirklich so auf dem zweiten Bildungsweg noch mal zu so einem richtig schönen Weg Richtung Rente verhilft. Ja, gucken wir mal, was der Airfryer kann. Auf jeden Fall ist es schön da trockener. Das kann ja auch lecker sein. Vielleicht kommt dadurch auch diese Knusper Chicken-Haut-Ding da auch noch geil aus. Nee. Irgendwie befriedigender. Besser durch so. Aber geschmacklich, wie gesagt, so eine leichte Reinigungsmittelanmutung. Das finde ich irritierend gerade. Also, dass es Hühnchen ist, kommt hier auf jeden Fall noch stärker raus. Aber das ist nicht die Box, auf die ich setzen würde. Ich werde gleich noch mal gucken, ob die Soße da möglicherweise jetzt noch ein Wort mitzureden hat. Aber ich sage ja immer so, ne? Wenn du Ferrari fährst, soll es nicht davon abhängen, der Fahrspaß, ob du mit Diesel tankst. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, Sprüche dieser Art und Weisheiten dieser Art natürlich demnächst bei meinem Yes. Was war's nochmal? Ja, ihr wisst schon, das, was ihr googeln könnt. Ihr wisst nämlich, was ihr googeln. Ach, was ist das? Aber ja, ich bin ja auf der Überholspur gerade mit meinem Ferrari. Mit Diesel-Tank. Ja, das ist, ja, aber
Nein, natürlich nicht. Diese Soße gehört ja zu dem, was da schlummert. Woher weiß ich das? Weil dieser Geruch, dieser Red Pepper Dip, augenscheinlich erfunden wurde für Mozzarella Sticks. Weil die begleitete er quasi perfekt. Das ist einfach wirklich wie. Das ist einfach wie. Das ist dafür gebaut worden. Das ist einfach. Ich glaube, der Mozzarella wurde nur erfunden, weil irgendein Soßenfabrikant gesagt hat: Scheiße, was soll ich mit dieser Tunke machen? Aufs Brot näht zu würzig. Als Grillsoße näht zu speziell. Und da hat man gesagt: So, erfinde ein Produkt, was perfekt damit geht. So rum war es, nicht umgekehrt. Und das ist sozusagen eigentlich auch die Geschichte der Mozzarella-Sticks. So ist der Red Pepper Dip als erstes da gewesen, danach der Mozzarella. Könnt ihr googeln. Müsst ihr nicht, aber. Solltet ihr vielleicht auch nicht, aber könntet ihr. So. Da freue ich mich doch sehr drauf, denn gleich macht's bestimmt bim, 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 bim. Oder was Vergleichbares, was uns aber sagt, dass es gleich soweit ist. Ich muss mich jetzt hier noch mal kurz verorten. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber doch noch einiges an leckeren Produkten, die wir ausprobieren wollen. Also, ob Airfryer oder nicht, dieses Produkt ist kein leckeres Gericht. Und zwar egal, was davon. Richtig geil fand ich irgendwie nix. Im Zweifelsfall, glaube ich, noch die Zwiebelringe, aber auch das ist jetzt schon für mich in so einem nebulösen Land von, das habe ich gestern gegessen, was esse ich heute. Und damit nicht mehr so ganz, ganz klar. Typisch USA. Ja, also das ist, nee. Ich glaube, Curry mal, ja, irgendwie schon, aber auch nicht so richtig. Die Wertung. Viel Enttäuschung habe ich jetzt auch formuliert, ne? Ja, tut mir leid. Es ist wirklich, wenn kein Produkt wirklich. Ist über die Durchschnittshürde schafft. Wir müssen alle noch mal ins Trainingslager. Und das kann dann nicht in der Zahl. Das ist eine 3. Kein Desaster, aber hey. Einfach nicht das, was man daraus hätte machen können. Ich muss es an dieser Stelle sagen. So, die schmeiße ich direkt weg, damit sie nicht verwechselt werden. Also, gut, es wird schwerfallen, sie sind angekaut. Aber wir wollen ja noch anderen Leuten hier Freude machen heute, ne? Wenn ich schon mal koche und einlade auf Firmenkosten, dann wollen wir natürlich hier auch eine saubere Trennung haben. So, gleich wird's da hinten zur Sache gehen, da freue ich mich schon drauf. Nicht aber, ohne vorher noch einmal geschaut zu haben. Hier haben wir nämlich noch Chicken Donuts mit Chili Cheese Dips. Dip, okay, das ist sensationell. Das muss natürlich auf jeden Fall jetzt noch gemacht werden. Ich gucke mal ganz kurz. Und die anderen Sachen sind eher so Mikrowellen-Style. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch alles. Die tiefgefrorenen Chicken Nuggets, 22, 12 bis 15 Minuten erhitzen, liebe Janina, Johanna. Verdammt, du siehst deiner Schwester so ähnlich. 15 bis 20, ne? 10 Minuten länger und es wird ranzig. Ja. Ja, es lohnt sich aber jetzt kaum. Komm, gleich bitte 15 Minuten. Johanna. So, was gibt's da noch alles? Ist viel. So, das ist noch, den definitiv. Ich glaube, das Kochwasser ist schon nicht mehr heiß genug. Ich habe schon zweimal. Mach ich dir nochmal warm. Danke, das ist sehr lieb von dir, liebe Johanna. Sie hat mich schon zweimal hingestellt und mich mit strafendem Blick darauf hingewiesen, dass das natürlich für uns alle eine Zeitverschwendung wäre. Da gönne ich mir gleich auch noch. Ich spiele jetzt gerade auf Zeit in der Hoffnung, dass es gleich Bim macht. Das muss ich auf jeden Fall probieren. Da habe ich mega Böcke drauf. Und was haben wir denn hier eigentlich an der Seite liegen? Hier haben wir Pop-Tarts von Kellogg's. Frosted Chocotastic. Was ist denn das? Wie kaut man einfach nur kauen oder muss man damit was machen? In den Ofen? Haben wir einen Ofen? Haben wir einen Ofen, liebe Johanna? Ein Toaster. Ja. Geil. Also die müssten in den Toaster gleich. Müssen wir jetzt? Danke dir. Ja, Johanna, sensationelle Mitarbeitende. Freuen wir uns immer, wenn sie da ist. Ja, Paul, zu Recht, aber du bist auch nicht schlecht. Und Julius auch, und ganz viele tolle Leute. So ist das nämlich hier, ne? So. So, jetzt also. Oh Gott, Leute, langsam merke ich, dass mit zunehmendem Befüllen des Magens eine gewisse Trägheit einhergeht. Aber wir haben hier reichlich Zeug. Sind wir doch mal nicht so. Erstmal. So, hier. Die kleinen Käseballen werden flankiert von Mozzarella. Und kaum hält man sich einmal an die Zeiten und Zubereitungshinweise, so einigermaßen zumindest, dann klappt's auch.
Finde ich gut. So, hier ist der erste Teil der Snackbox. So, den tiefgekühlten Käse-Dip, den packe ich mir direkt mal in die Hosentasche. Kann er nämlich schon mal schön vor sich so ein bisschen antauen und durch meine Oberschenkelwärme. Wenn die Gäste da sind, werde ich ihn natürlich in der Küche rausholen. Ja, aber dann sind alle glücklich, ne? Und ich habe die Energie des Körpers genutzt. Auch das könnt ihr in meinem Seminar, können wir das gerne gemeinsam vertiefen, warum es einfach nur eine saumäßig smarte Idee ist. So, die Zwiebelringe für jede Größe was dabei hier vom Durchmesser, ne? Ja, von klein bis groß bis, soll ich schon mal den Arzt rufen, Schatz? Alles dabei. Das sind wirklich, das sind prächtige panierte Löcher. So nennt man sie ja auch. So. Wir machen jetzt weiter mit den Chicken Donuts. Die legen wir noch drauf, die Chicken Donuts. Und die Chicken Donuts waren, ich habe das Gefühl, vor allem, ich muss nie wieder mit der Temperatur arbeiten, wenn ich einmal so eine Optimaltemperatur gefunden habe, wie jetzt gerade. Wo war die Packung? Leckofant. Einmal drauf gucken, um ganz sicher zu sein. Also, diese Chicken Donuts, 250 Gramm. Umluft, 200 Grad, 15 Minuten, bitte. 15, bitte. So. Schau mal her. Das sind, ist natürlich auch wieder ein bisschen das Problem, wenn ihr Gäste habt. Produkte, die in ihrer Anzahl auf Primzahlen basieren, sind einfach schwierig, wenn man Gäste im Haus hat. Das sind jetzt 7 Chicken Wings. Und wenn wir uns drum prügeln und nicht gerade 7 Gäste haben, danke dir, liebe Johanna, dann wird das sehr, 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 sehr schwierig werden. So, wir nutzen kurz die Zwischengelegenheit, damit sich diese Sachen hier von Gaumenabschellhitze zu einer normalen, kann man schnell wegschnabulieren, Temperatur runterregulieren, um Mike Mitchells Mac and Cheese, Macaroni mit Käse, für alle, die zu faul waren, es gerade zu googeln, schon mal herzurichten. Ich habe das Gefühl, es wird ein ganz unangenehmer Hauch von. Ich habe mal früher in so einem Haus gewohnt. Da gab es so im Keller für 8 Mietparteien war so ein Müllraum. Und da standen alle Mülltonnen drin. Sind die fertig schon? Geil. Für alle Mietparteien standen die Mülltonnen drin. Also gelber Sack, Bio, Restmüll. Und je nachdem, welcher Tag war und was nicht geleert wurde, war dieser Gang in diesen Müllraum, das war eine Mischung aus Dschungelprüfung und ich habe eine Wette verloren. Das war richtig schlimm. Und das war gerade der erste Geruch, den ich hatte. So ein leicht dieser Trockenkäse-Salzhauch von irgendwas leicht ranzige Milchprodukte, die sich so im gelben Sack so viel zu lange abgeschäumelt haben. Und dann schleifst du den gelben Sack auf dem Weg zum Mülltonne über den Boden. Und dann bleibt der irgendwo hängen. Und ihr wisst ja, diese gelben Säcke, die reißen sofort auf. Und dann kommt dieses Muffaroma von vergorener Milch und diversen Speiseresten. Zum Beispiel denkt ihr an die guten Apfelfischfilets, die ihr nicht richtig ausgespült habt, die Dose. Und all das kommt dann zusammen, weil es viel zu lange auf eurem Balkon aus Faulheit in der Sonne vorgereift ist. Kommt zusammen und du hoffst, dass niemand zuguckt, damit du nicht hinterher noch mit dem Lappen diesen Weg, den du hinter dir herziehst, irgendwie noch reinigen musst und freust dich einfach nur, wenn es im Mülleimer landet und jemand anders erfreut. Das ist das Einzige, wo du anfängst zu lächeln. Auf dem Rückweg zur Wohnung in dem Wissen, dass der Nachbar heute auch noch Müll wegbringen muss. Das war der Grund, wo ihr gedacht habt, Mann, vielleicht doch mal in so eine Überwachungskamera investieren. Diese Freude möchte ich gerne in Echtzeit erleben. So, das ist so ein bisschen die Reise gewesen, die ich gerade hatte. Hat sich jetzt schon ein bisschen abgenommen. Also es war tatsächlich die erste Wolke, wenn man den Mülleimer Deckel öffnet, die mir entgegenstob, stiebte oder was auch immer, oder starb. So, Mac Cheese rein. Hier ist natürlich eine Wasserfüllkante markiert im Becherinneren. Bis zu selbiger werde ich es natürlich aufgießen. Ein bisschen darunter. Tendenziell sind mir die Sachen nämlich im Gegensatz zu manchen anderen, die wir hier hatten, oftmals ein wenig zu wässrig, wenn man sie denn nach offizieller Zubereitungsform macht. So, also ein bisschen rühren. Bisschen fühlen, bisschen spüren. So, dann lassen wir euch ausgehöhlte Zwergnudeln doch ein wenig in eurem kochenden Käsebad vor sich hin garen. So, jetzt aber ist endlich der Moment gekommen, wo wir uns durch dieses
köstliche, wo haben wir's? Durch das Allerlei mit Fleisch, Nichtprodukten. Ach, Picobert. Was hat denn schon wieder? Na, wo ist das denn? Hä? Leck mich doch am... Ach, da. Die Pop-Tarts hat Johanna da draufgelegt. Ja. Ist da kein Dip dabei? Doch, jetzt ist Dip dabei. Also, American Diner, Mike Mitchell, das ist die vegetarische Variante. Auf die habe ich auch tatsächlich gerade deutlich mehr Bock. Muss ich einfach mal an dieser Stelle bestätigen. Also, und die Dinger waren einmal Zwiebelringe, Mozzarella-Sticks und wie hieß das andere nochmal? Chili-Cheese-Nuggets. Das ist doch auch so ein, eigentlich eine Perversion des Lebens. Aber gut. Erstmal ein Chili-Cheese-Nugget. Ach, der hat noch ein bisschen Abrieb vom Backblech-Vorgänger. Hm, ja. Wie man es kennt. Käsefüllung leicht käsig. Bisschen Jalapeno-Stückchen. Nicht wirklich maulscharf. Eher sanft. Aber im Abgang, ja. Bisschen Britzelparty gerade. Also wenn ihr überhaupt nicht auf scharf steht, dann müsstet ihr hier ein bisschen aufpassen. Aber es ist noch massenkompatibel scharf. Also auf der Schärfeskala. Gregor wird wahrscheinlich sagen, was ist. Ich nehme es leicht als Prickeln wahr. Boah. So schmecken sie halt. Kann man ja, glaube ich, auch ganzjährig kaufen. Als Einzelprodukt. Aber wir haben ja die Super Bowl-Wochen. Und in denen geht es eben darum, einmal kaufen, alles da haben. Und ihr habt ja schon mal eben die kulinarische Dreifaltigkeit. Und der erste Teil war nicht schlecht. Gönnen wir uns ein bisschen Mozzarella. Ich liebe Mozzarella-Sticks. Gerade mit diesem Red Pepper Dip. Ist für mich echt so ein, liebe sie mehr, als ich sollte. Ja. Auch hier. Wer kennt es nicht? Der Mozzarella-Stick als solches ist ja eigentlich ein fetthaltiger Langeweiler. Ne? Das schmeckt halt nicht nach viel. Das ist sanft, das ist mild, das ist unspektakulär. Man könnte sagen langweilig. Bis, das werde ich jetzt die feierliche Gelegenheit nutzen, der Red Pepper Dip ins Spiel kommt. Dann wird nämlich aus diesem wirklich, das ist der, also das Sinnbild vom Topf und dem Deckel, die sich suchen und irgendwo finden, wurde auch für diese Kombination erfunden. Alleine einsam, freudlos, lässt dir in der Ecke stehen, wenn du die Wahl hast und andere Köstlichkeiten auf dem Tisch sind. Sobald er aber ein bisschen Soße zum Tunken daneben lacht, ich sag, dann gibt's Mord und Totschlag am Buffet. So, darf man auch nicht zu geizig mit sein. Und am achten Tag erschuf Gott die Mozzarella-Sticks und den Red Pepper Dip. Und er sagte, jetzt ist gut. Ist so. Es ist so. Jetzt noch ein bisschen Zwiebelring im Abgang. Also ist jetzt schon definitiv. Könnt ihr jetzt schon mal euch darauf freuen, dass die Zahl, die da oben steht, bei der anderen Box mit Fleisch definitiv nicht dieselbe sein wird. Ja. Ja. Leicht süß. Großzügig ummantelt. Ich habe mir so einen kleinen Boy hier rausgeholt. Und auch hier ist es natürlich schön, dass man den Red Pepper Dip, von dem jetzt auch nicht zu wenig dabei ist, ne? Das ist jetzt hier, sind insgesamt nur 6 Mozzarella Sticks. So einen ganzen Strumpf hier an Soße. Der freut sich natürlich auch, wenn er mal mit anderen Produkten in Kontakt kommt. Und warum denn nicht? Das ist die Snackbox, die ihr haben wollt. Boah. Super. Ist immer noch eine Liebesheirat. Die beiden. Das ist nicht ganz, ich sag mal so, die Verwandtschaft zückt nicht ganz so viele Foto-Handys, wenn die beiden vorne am Altar stehen, aber jetzt hier nochmal einmal in mit dem Red Pepper Dip, der ist einfach geil. Ich glaube, das ist ein Abfallprodukt aus der Marmeladenindustrie. Weiß ich nicht, aber ich kenne ihn eben nur aus diesem Mozzarella Dip Stick-Packung. Da geht auch! Dieses süßlich-fruchtige, was die Käsewürzung und die Schärfe der Jalapenos kontert, das ist eine schöne Kombination. Und jetzt das Ganze noch kombinieren mit anderen Soßen, die ihr sowieso im Schrank habt von vor 3-4 Jahren vom Grillen. Das ist die Gelegenheit, um sie endlich mal aufs Tableau zu bringen. Kann man machen. Das ist eine gute Box.
Ist, wie gesagt, als Einzeltäter, glaube ich, auch ganzjährig verfügbar, also vieles davon. Aber so als Kombinationsgeschenk einfach mal mitbringen, wenn ihr eingeladen werdet zum Super Bowl. Das kann man sich wunderbar auf den Zahn legen. Bei der amerikanischen Herkunft bin ich jetzt nicht so sicher. Es ist mir vielleicht schon ein bisschen zu eingedeutscht, für die Herkunft nichts kann, aber es ist eher die Kombination als eine Box, die es für mich zu einem Super Bowl-Essen macht. Weniger aber das eindeutige Jawohl, das gibt's nur einmal im Jahr und auch nur, wenn gerade amerikanische Wochen sind. Auch hier muss ich mit einem Mittelpfeil Halbfreude signalisieren. Allerdings, geschmacklich insgesamt war das hier das Beste bisher. Das kannst du gut machen. Und das ist natürlich die 8, die erstmals heute lacht. So, das gefällt mir. Das hat uns allen Freude gemacht. Ich nehme noch einen Schluck Wasser, um jetzt weiterzumachen. Ich habe immer noch nicht Süßappetit. Die Süßsachen muss ich gleich zum Schluss machen. Wir gehen noch mal zur Mac and Cheese Fraktion, die auf jeden Fall jetzt ja sich zu einer fast schon homogenen Schlonzmasche Masse vereinigt. Oh, der Geruch wird aber nicht. Oh. Das ist dieser typische. Es soll Käse sein, aber hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Was ist das denn hier deklariert? Als also trocken Kunstkäse. Bäh. Bäh. Ja. Ja, was ist das? Geräucherter Speck. Milchzucker. Ja, was ist das? Käse, Schmelzsalz, Natriumphosphate. Ja, Schmelzkäsepulver 14%. Das ist es halt, ne? Damit das richtig schön vermauschelt hier. So, probieren wir noch mal hier schnell. Ist ein eigener Geschmack. Das mal auf der Habenseite. Aber ich meine, Mac and Cheese ist natürlich so eins der uramerikanischen Familiengerichte, möchte ich mal so sagen. Und ich glaube, wenn das Mar Jackson mir servieren würde, würde ich sagen, lass uns zu McDonald's fahren, please. Nee. Also, im Lager der 5-Minuten-Terrinen ist das jetzt schon was Eigenes. Aber eigen heißt ja eben nicht gleich gut. Es ist halt die ganz schnelle Variante, sich das auf den Zahn legen zu können. Aber es ist nicht zwingend die erfreulichste. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Deswegen. Die Chicken Donuts müssen wir. Oh, wie lange brauchen noch die Chicken Donuts? Kriegen wir die auch noch hin? Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ich habe den Timer ein bisschen aus den Augen verloren, leider. Ich mach gleich einfach den Augen-Kulinarik-Check. Kriegen wir hin. Kriegen wir noch hin. Ich mache jetzt ja noch ein bisschen Zug rein hier auf dem letzten Meter. Mach mal keine Sorge hier. Hotdog Danish Style. Also wirklich. Das ist das spannendste Versprechen, was jemals ein fertig, nicht jemals, aber in der Reihe von vielen Enttäuschungen, was gemacht wurde. Ich muss hier noch mal drehen, Henry, wenn du leidlich versuchst, dieses Produkt in den Fokus zu kriegen. Wie muss man es denn überhaupt hier erstmal anbieten? Ah, da geht schon wieder los. About the history of street food ist schön hier, ne, diese ganze Verpackung. Da hat man sich schon was bei gedacht. Da wird eine Geschichte mit erzählt und gratis mitgeliefert oder eben vielleicht auch in den Preis integriert. Ich weiß es nicht so genau. Aber man soll Hotdog, oh, jetzt müssen wir alle sehr stark sein. 12 Minuten im Backofen. Ja, hau rein, den Vogel. Okay. Ich sag's ja nur. Ich wollte es ja nur sagen. Boah. Oh, ja, doch. Ein bisschen Gurkenfarm. Ist so ein bisschen, wenn ihr beim schwedischen Möbelhaus steht und euch um die Gratisbeläge kloppt. Das ist schon so der Geruch. Ich finde das gut, dass man das komplett reinschieben muss. Man riecht auch so ein bisschen das Räucherwürstchen, das eingepökelte. Die Röstzwiebeln haben so ein bisschen aus, ein bisschen wie die Brotkrumen, ne? Die Hänsel und Gretel nicht verstreut haben. Also, ja, es hat ein bisschen gelitten beim Transport. Und vielleicht kann man aber noch nachbessern. Aber prinzipiell alles drin, was man sich nur wünschen kann von einem guten Standard-Hotdog. Also, rein mit dem Boy und hoffentlich gleich den Magen erfreuen. Ich weiß gar nicht mehr, ist auch egal, das machen wir jetzt auch noch Sichtkontakt.
Ich gehe schon mal ein bisschen runter hier. Ich hole mal so einen Chicken Boy raus, um mal einmal ganz kurz mit dem sogenannten Gäbelschen Trenntest festzustellen, ob dieses Produkt denn unter Umständen schon den verzehrfertigen Vorgaben entspricht. So, das ist ja auch geil. Es soll jetzt hier ein Chicken sein. Ach, Mann. Teller Tetris hier. Es ist hier wirklich wie in einem feinen Restaurant sieht es hier aus, ne? Heute wieder amerikanisches Buffet. So. Ich weiß genau, wie sie alle auf den Red Pepper Dip schielen. So. Jetzt nehme ich mir noch mal kurz hier das Messischen. Und gucke doch mal. Oh, ich habe einen leicht kühlen Oberschenkel. Aber es ist angenehm. Könnte natürlich. Was ist denn noch wärmer? Oberschenkel? Oder Arschtasche? Lass mich vorsichtig drauf. Ist doch Quatsch. Ich glaube, Oberschenkel ist schon gut. Wenn ich mich jetzt noch einnässen würde, dann ist es wahrscheinlich die perfekte Temperatur. Ich schweife ab. So, ich guck mal kurz, ob der Chicken. Ja klar, hier. 1A durchgegart ist er doch. Da esse ich doch. Da beiß ich doch vertrauensvoll rein. Puh, nicht mehr ganz so in freudiger Erwartung. Hier 2 Stunden, ne? Auch für meinen Magen durchaus etwas, was Auswirkungen hat. Riecht ganz gut. Ja. Ihr seht es. Das feine Fleischbild, was sich hier zeigt, ist dieses typische fein zerkleinert und wieder zusammengefügt und in Ringform gepresst. Aber ey, kann ich mit leben. Verhältnismäßig wenig Panade, auch nicht besonders geschmacksintensiv, schmeckt so nach einem typischen industriellen Chicken-Produkt. Was eben auch ganz geil sein kann. Ja, das ist okay. Also, ist so ein bisschen flitschig, das Hähnchen. Es ist schon so ein bisschen, wenn man das Faserige eines Filets hast du natürlich nicht. So ein bisschen flutschi-flutschi macht das, wenn die Backen nicht selbstbewusst, also wenn die Backenzähne nicht selbstbewusst zugreifen, sondern so ein bisschen spielen lassen, hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Fleisch links oder rechts in den Mundraum entfleuchen kann. Aber das ist alles eine Frage eurer Kautechnik. Das kann man dem Produkt nicht zwingend zur Last legen. Aber komm, einen gönne ich mir noch. Es ist Chicken im Haus. Ja, mal gucken. Ob. Wo sind die ganzen geilen Dips? Da. Schauen wir doch mal her. Schlonzen wir doch mal durch Süß-Saure. Ach, der war noch geschlossen. Durch den Curry-Dip. Kann man machen. Oh! Ich meine, das Schöne ist, so ein Fleischring, ja? Hast du ja auch nicht alle Tage auf dem Schoß liegen. Also, da immer nur zu sagen, es müssen die Nuggets sein. Nein, auch die Form bestimmt natürlich so ein bisschen die Freude mit. Da kann man dann schon mal sagen, hey, Freunde, oh, schon wieder Chicken Nuggets. Nee, Kinder, ich hab ganz was Feines für euch heute. Außenrum ist es so rund und innen ist ein Loch. Oh, cool. Mama hat die Nachbarstochter eingeladen. So, vergesst es. Scheiße. So. Hier einmal hoch damit. Auf den Teller. Ah, lecko mio. Aber die sind nicht schlecht hier. Einzig Problem, ich habe schon gesagt, das werdet ihr jetzt natürlich nur noch intellektuell nachvollziehen können. Die Primzahlen, ne? Es waren 7 Stück. Jetzt sind es nur noch 6. Einen habe ich bereits im Magen. Wenn ihr natürlich so die Herausforderung, sie sauber zu teilen, lösen könnt, ist das wunderbar. Ansonsten hätte man auch 8 reintun können oder 6. Warum diese krummen Zahlen? Ich weiß es nicht. Haben die Leute das Gefühl, für Otto Normalmensch ist die Zahl 7 viel schlechter greifbar als 6. 6 wirkt wie zu wenig oder 8 wirkt wie, oh, das ist mir zu spießig. 7, das ist so ein aufregendes Mittelding. Das hat so eine gewisse natürliche Beliebigkeit und wirkt nicht so mathematisch. Ist das so der Gedanke? Es gibt bestimmt Erhebungen dazu, warum man sich mit diesen Zahlen, und nicht nur, weil es zufällig in die Packung passt, sondern warum 7 cooler sind als 6.
Also ich weiß, warum 7 cooler sind als 6, aber ich weiß nicht, warum 7 vielleicht cooler ist als 8. Das weiß ich nicht. Aber es würde mich interessieren. Vielleicht kennt ihr mehr dazu. Jetzt gucke ich doch mal. Ach, guckt euch das. Fühlt sich gut an. Ich hätte das natürlich auch ein bisschen ins Wasserbad legen können hier. Ich knete den noch ganz kurz durch und nutze die Gelegenheit, um schon mal auf die Süßspeisen zu schielen. Danach kommt hier, der Schenkel ist auch ein bisschen kalt. Aber der linke Oberschenkel, der ist auch echt schön vorgewärmt hier. Ah, ja, das ist schön. Hier ist eine richtig kleine Hitzehöhle. Da will sich auch Polly Pocket wohlfühlen. Kann die ganze Familie einziehen hier bei mir in der Hose. So, Milchshake. Das ist doch genau, ich habe gerade verzweifelt nach was zu trinken gesucht. Milchshake, Cranberry-Kirschgeschmack. Shake it up. Nicht schlecht. Es sieht natürlich aus wie so ein typischer, also ein bisschen anders von der Form, ne? Ein bisschen länger und ein bisschen weniger breit, wie diese typischen Kühlsahne-Produkte, die man im Regal findet. Aber in Wirklichkeit haben wir es hier natürlich mit einem Milchmischerzeugnis Wärme behandelt, mit 5,8% Fett im Milchanteil. Vollmilchsahne, bla bla bla. Und diversen Köstlichkeiten zu tun. Und jetzt steht ja doch bestimmt auch drin, shake it up, klar. Jetzt mit Trinköffnung statt Deckel. Ja, Heidewitzka, da bin ich ja mal gespannt. Also, wir shaken den erstmal so ein bisschen ab. Das ist auch immer der erste Test, ne? Ob das Produkt auch dicht gehalten habt. Weil ihr natürlich zu faul wart, es beim Einkauf und beim Umverpacken in den Einkaufsbeutel, den ihr mitgebracht habt, die leichten Sachen oder die leicht kaputt gehen, ganz nach oben zu packen und unten die schweren breiten. Da wart ihr natürlich zu faul und habt als erstes den Milchshake reingeworfen und hofft jetzt, dass die Schokokrossis mit ihrer Eckverpackung sie nicht durchstoßen haben. Und jetzt habt ihr gemerkt, nee, haben sie nicht. Alles richtig gepackt. Also, gucken wir doch mal. So, genug geshakt. Hier soll jetzt, hier, guck mal, hier ist dieser raffinierte Aufrissbereich, wo man raus trinken soll. Am Ende kann das natürlich sein, dass es nur eine gedruckte Lasche ist. Aber vielleicht jetzt beim leichten Abziehen ist es tatsächlich so, dass, was ich sonst immer kritisiert habe, dass es einreißt, dass es hier entsprechend tatsächlich sauber eine Trinköffnung offenbart. Jetzt probieren wir doch mal. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, da wollte ich meckern. Jetzt schaut, da haben sie aber wenig mitgedacht. Und jetzt kommt ihr. Es ist eine Lasche unter der Lasche mit einer Aussparung, aus der man trinken kann. Das ist geil. Da kannst du ja beim Joggen kannst du den Shake reinpfeifen. Schon wieder so ein Kirschprodukt. Ach, wie aus Dr. Satanas Todesgarten. Oh. Es ist süß. Es hat auch so eine schöne Shakigkeit, sag ich mal, ne? So eine leichte, angenehme, schlonsrige Mehligkeit, sag ich mal. Aber es ist zu süß. Für den im Verhältnis zum geschmacklichen Anteil der Cranberry-Kirsch-Zubereitung. Weniger süß, mehr Geschmack, das hätte ich mir gewünscht. Stattdessen bekomme ich mehr süß und weniger Geschmack. Und es ist dann auch diese Kirschromantik wieder, dieses Gefühl, die haben da einfach die billigen Lollis einfach reingefrespelt. Ja, nee. Also irgendwie witzig, aber da würde ich gerne mal eine andere Varietät probieren. Also beispielsweise Schoko-Vanille, wenn es das gibt. Das hier schmeckt wirklich nach einem fruchtigen Versprechen, was letztendlich eher ein Fall für die Süßwarenauslage im Kleinkindergeschäft ist, aber nicht für einen Erwachsenen wie mich, der sagt, ich möchte gerne Fett, aber auch Fruchtgenuss in angemessenem Maße hier genießen. Das ist nix. Muss ich leider sagen, tut mir leid. Ich sag leider, tut mir leid, aber das ist einfach nicht richtig geil. Aber die Chicken Donuts, also da muss ich sagen, ich habe sie noch nie gesehen. Sie sind einzig erzeugt worden, glaube ich, für diesen Moment vor dem Super Bowl oder bei irgendwelchen amerikanischen Wochen gereicht zu werden. Und in der Regel bin ich da sehr kritisch. In diesem Fall reicht es mir aber tatsächlich, um zu sagen, ha,
doch, das ist geil. Das ist so, wenn ihr so eine Party feiert, das ist so speziell. Vielleicht ist das auch so noch also in keinem Bundesstaat in Amerika wird das höchstwahrscheinlich so als Standard gereicht, aber es ist witzig. Es ist Chicken, es ist Donut, es ist Barbecue. Doch, da bin ich mal großzügig. Finde ich geil. Auch wenn es die Amerikaner möglicherweise genauso als Exoten hier einschätzen würden. Es ist auch an der Preiskategorie auf jeden Fall nicht wahnsinnig teuer und es war echt okay. Okay ist nicht begeistert, okay ist aber. Ah, es kommt der Chicken Bucket, aber der ist natürlich ein bisschen schwieriger. Doch, es ist eine 7. Kann man essen. Erwartet halt einfach nur fein zusammengefügtes Pressfleisch. Wenn ihr das erwartet, dann ist alles gut. Dann kann nichts passieren. Mac and Cheese hatte ich ja noch. Gut, Mac and Cheese stellt sich die Frage nicht, ne? Das ist All-American Meal. Wenn es eines gibt, neben Burgern und Ähnlichem, ist das für mich das. Ja, was sich langsam aber sicher ja auch hierzulande durchsetzt oder zumindest häufiger mal angeboten wird. Problem einfach nur, wenn es das ist oder wäre, dann wird sich bei uns nicht durchsetzen. Weil so geil ist es nicht. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen kann ich auch nur eine 4 geben. Das war einfach kein Desaster, aber am Ende des Tages allein die Tatsache, dass es leicht anders schmeckte. Als die mit Rahmsoße oder Käseeinlage oder sonst was, die man bei uns so bekommt. Allein das gibt einen wohlwollenden Punkt mehr, aber kann leider nicht über die Durchschnittlichkeit dieses Produktes hinwegtäuschen. Das geht leider nicht. So, was können wir uns denn noch zwischendurch schnell auf ein Zähnchen legen? Selbstverständlich die Pop-Tarts. Hier, aus dem Backtoaster. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt. Ich meine, diesen Ausdruck schon mal gehört haben, Pop-Tarts. Sind das, ja, rauspoppende Küchlein oder was? Oder was ist das? Sieht ein bisschen heikel aus, ne? Wir haben so einen leicht gewölbten Keks mit so einer komischen, glänzenden, schokoartigen Haube mit so Ananasaugen drin. Und da drauf ist noch so ein bisschen weiße Schokolade oder was ist das? Ich habe keine Ahnung, ich kenne dieses, ich weiß nicht, was es ist, wo es herkommt. Und deswegen kann ich auch schlecht beurteilen, ob diese Spezialvariante, die wir hier essen, ob die irgendwie das Original gut trifft. Aber das sind wir einfach mal mutig, ne? Beißen wir mal rein in diesen Pop-Tart genannten amerikanischen Traum. Also, ja, Cookie als Vollkornbrot. Ja, ist wie so ein Reisekuchen, ne? Sieht aber einfach nicht attraktiv aus. Hat diese plastikartige Überzugsromantik. Ja, schau mal rein. Da haben wir natürlich so eine schokoartige Füllung oder was ist das? Schmeckt so komisch brotig. Nee. Also es ist wirklich ein Süßgebäck, wo man sagt, garantiert keine schmutzigen Finger. Aber das ist, ja, wenn das das Einzige ist, hier oben diese Kratz, hört euch das mal an, diese Glanzschicht da oben drauf, das ist keine Soße oder irgend so, das ist irgendwie ein ganz komischer Überzug, der so unseriös glänzt und so aussieht wie so eine alte Kakaohaut, die aber fest ist, weil sich mal mit Wachs übergossen hat und dann ins Schaufenster gestellt hat. Nee, das ist nicht meins. Am Ende des Tages bleibt nämlich so ein brotiger Geschmack. Und das ist, nee. Uff. Ey, ich weiß nicht, wo es hergeht, ich weiß nur, wo es hingeht, und zwar zu dir, lieber Henry. Du darfst dir den zweiten Pop-Tart natürlich vollumfänglich gönnen. Johanna den anderen, angekauten. Für mich ist so, es Hotdog nichts. Kann raus. Hotdog kann raus. Hotdog kann raus. Ich gönne mir ja noch ein bisschen von. Hätte ich nicht gedacht, so verzweifelt bin ich schon, dass ich zum Spülen jetzt das Dr. Pepper, das mit wenig Punkten Abgestrafte benutze. So, jetzt aber den Hotdog. Oh. Ich bin leider schon ein bisschen zu satt. Deswegen kann ich an dieser Stelle eigentlich so erstmal im Vorgang, wenn ich das hier sehe,
Verzeiht mir, aber seht's mir nach. Ich versuche ja wirklich bestmöglich Begeisterung zu heucheln. Ja? Also. Hui, cool. Hui, 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 was für ein cooles Produkt. Wow, ah, es ist heiß. Die Snackbox ist nämlich genauso heiß wie der Inhalt. Ich werde sie euch gleich noch präsentieren. Tear here to open. Okay. Hier soll ich also weinen, um es zu öffnen. Oh, schrecklich. Witze, wenn sie Otto Walkes sich nachts ganz schon geschämt. Also hier, das ist der Hotdog. Hat sich kaum verändert, oh Wunder. Einzig, dass er jetzt hoffentlich heiß, knusprig und köstlich ist. Gegenüber seinem Aggregatszustand, wo er 2 Wochen wahrscheinlich im TK-Regal von Lidl als haltbar auf einen Käufer wartet. Ich werde noch mal ein wenig hier die Gurken so ein bisschen so drapieren, dass ich nicht das Gefühl habe, sie sind so ungeliebt übereinander gehäuft, sondern eher nebeneinander. Das ist mir nämlich zum Beispiel auch bei Ikea wichtig, wenn ich da mal einen Hotdog esse, was selten vorkommt, weil ich selten bei Ikea bin, dass das nicht einfach so lieblos draufgeklatscht wird. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, selber mit Zange und Löffel Zwiebeln und Gurke zu drapieren, dann möchte ich das auch in einer Art und Weise machen, dass es auch gut aussieht. Hm? So. Alles klar, das soll man jetzt hier aufreißen. Gut, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich versuche es jetzt mal hier abzulegen. Hm? Ah ja, es ist eine ja, es ist vorperforiert. Ja. Aber wie? Ah, schaut her. Da schau her, sprach der Bär. So. Jetzt kann man es hier so ein bisschen, ja, es ist nicht super geil, aber ein bisschen Liebe hast du hier quasi den Eingang zur Wursthöhle. Und das heißt also, du kannst theoretisch dir das Ding wirklich richtig sauber, indem du unmittelbar hier versuchst, die Unterlippe anzulegen, aus der Höhle mit dem Finger direkt in die neue Heimat zu schieben. Das ist quasi wie so ein Umzug, der für den Hotdog leider die letzte Destination bedeutet. Also, schauen wir doch mal. Und man muss natürlich gucken, dass alles, was davor liegt, was man mit rausschiebt, idealerweise drin bleibt. Wir haben Ketchup, wir haben Snackdressing, Röstzwiebeln, Gurke, wir haben ein Brotbett und in der Mitte prangt dieser fantastische fleischfarbene Wurstprängel. Ja. Okay, ich hab schon einen ordentlichen Durchmesser im Kieferbereich. Aber selbst das ist für mich jetzt hier, dieser ist schon eine Herausforderung. Guckt er das mal an hier. Ist ja wie so ein Luftkissenboot, das Baguette. Und da drauf thront das Würstchen stolz. Fühlt sich wie der König der Welt, ne? Hier meine Untertanen, schön mit dem Gurkenhütchen vorne noch. Das ist wirklich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, dann lasst uns doch mal schauen. Ich muss jetzt hier ein bisschen anknabbern, ne, an dieser Stelle. Ja. Angenehm fluffiges Baguette. Natürlich ziemlich viel Baguette, ne? Das muss man sagen. Aber jetzt machen wir noch einmal einen richtigen Haps. In der Hoffnung, dass es nicht so heiß ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig einzuschätzen jetzt. Vollkommen in Ordnung. Guck mal hier. Der liegt ja auch auf so einer Matratze aus Soße. Es ist nicht einfach, dass man den trockenen Wurst aufs trockene Brot geträufelt hat, sondern dazwischen ist noch eine richtige schöne Ummantelung von Soße. Und das ist okay. Also, das ist in der Tat besser als gedacht. Natürlich könnte die Wurst vorne und hinten noch einen Zentimeter länger sein, aber im Prinzip füllt sie das, was sie hier machen soll, ganz gut aus. Hier noch ein bisschen. Wenn ich auch ein bisschen von der Gurkenromantik hier bekomme. Mmh. Da hebt sich das Würstchen vor Begeisterung. Mmh. Mmh. Ah. Also die Gurke. Die Gurken finde ich jetzt nicht so doll. Und es könnte ein bisschen geschmacksintensiver noch sein. Am Ende des Tages ist es ein bisschen zu viel Brot, das habe ich ja eingangs schon befürchtet. Und diese
Diese Befürchtung wird jetzt so ein bisschen zur schrecklichen Gewissheit. Im Großen und Ganzen ist es aber ein völlig okayes Produkt. Ein völlig okayes Produkt. Und das ist, in meiner Welt heißt das so viel wie, Schatz, ich liebe dich. Das ist okay. Ich bin überrascht. Andererseits, wie gesagt, what you see is what you get. So viel kann man da vielleicht auch nicht falsch machen. Ob man es braucht, das ist eine andere Frage. Aber nochmal, wir haben die komplette Verpackung, wir haben alles drauf. Wir müssen das Scheißding nur einmal in den Ofen schieben und können uns danach bis zur Werbepause, wo wir pinkeln gehen müssen, den Super Bowl auf den Zahn legen. Das ist doch großartig. Alles drin, alles dran, inklusive vorperforierter Kaupackung. Hammer. Kann man wirklich nur sagen, das ist geil. Hotdog ist natürlich schon. Das ist nicht der Danish-Style-Hotdog, ne? Aber dafür gibt es auf jeden Fall einen hochmotivierten Senkrecht, na nicht ganz Startup-Pfeil. Und es gibt eine wohlwollende. Na komm, heute bin ich großzügig. Es gibt eine 7. Ihr habt jetzt weiß der Teufel was erwartet. Ja, das ist es im Prinzip. Das ist es im Prinzip. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende angekommen. Wir haben nicht alles verkosten können, aber hey, das habt ihr doch alle gewusst. Das habe ich im Vorfeld natürlich auch geahnt, dass das hier heute wieder ein schwieriges Unterfangen werden würde. Aber ich muss sagen, mir ist es noch nie so aufgefallen. Es sind echt viele Produkte, die augenscheinlich speziell aus Anlass des Super Bowls entsprechend gebrandet wurden, wie zum Beispiel hier American Football, natürlich nicht lizenziert, das ist ja klar, so ein bisschen allgemein gehalten. Oder eben gezielt als American Weeks, wie auch immer, ins Sortiment der Discounter genommen wurden. Das ihr konntet oder könnt ihr vielleicht auch noch, je nachdem, wann ihr diese Sendung schaut, bei Lidl, bei Aldi oder bei Penny holen. Denn da sind die Discounter ja eben groß drin, Aktionswochen zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich gut. Ich mag Aktionswochen. Thematische Wochen finde ich auch cool. Und hier waren ein paar Sachen dabei, die wirklich nicht schlecht waren. Man sieht einerseits, der Super Bowl ist angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Und er ist auch bei LMG angekommen in Form von mehr oder weniger köstlichen Snacks, die man sich dazu reinpfeifen kann. Die Kreativität war auf jeden Fall da. Der Genuss nicht immer. Aber wenn ihr auf so ein Zeug steht, dann guckt euch die Sendung am besten nochmal an, um die Einkaufsliste im zweiten Durchgang für euch auszufüllen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der kulinarischen Exkursion eurer Wahl. Viel Spaß natürlich beim Super Bowl. Oder ja, schade, dass euer Team nicht gewonnen hat. Je nachdem, wann ihr denn diese Sendung schaut. Das war's fürs Erste. In der nächsten Folge, wie gesagt, dreht sich alles um Bier mit Gästen. Das werden wir live bei uns auf dem Sender machen. Wenn ihr das erst in einem Jahr guckt, dann ist das alles schon gelaufen und ihr könnt euch das VOD auf den Zahn legen. So, und jetzt höre ich auf. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Guten Magen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, LMG, die Angst ist mit. Hopp, 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 hopp.